Ich bitte, die Plätze einzunehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 9. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und ich begrüße Sie, unsere Gäste, unsere Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich. Ich möchte Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, am 22. März starb der stadtälteste und langjährige ehemalige SPD-Abgeordnete Rüdiger Hitzigrad im Alter von 87 Jahren. Geboren wurde Rüdiger Hitzigrad am 27. Dezember 1929 in Berlin. Er selbst bezeichnete sich als Kind der Weimarer Republik, womit er seine demokratische Einstellung unterstrich. Seine Schulzeit beendete er 1948 mit dem Abitur, studierte im Anschluss daran Jura und beendete das Studium 1956 mit dem ersten Staatsexamen. Zunächst arbeitete er für die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, später dann als freier Versicherungsvertreter. 1963 trat Rüdiger Hitzigrad in die SPD ein, wurde Bezirksverordneter in Wilmersdorf. Und seit April 1971 war er Abgeordneter in unserem Haus. Sein Abgeordnetenhausmandat übte Rüdiger Hitzigrad bis 1981 aus, rückte dann als Vertreter Berlins für Marie Schley in den Deutschen Bundestag nach. Nachdem er am Ende der Legislaturperiode 1983 aus dem Bundestag ausschied, rückte er 1984 ins Europaparlament nach, dem er bis 1989 angehörte. Nach seiner Laufbahn als aktiver Abgeordneter wirkte Rüdiger Hitzigrad als Vorsitzender der Stiftung Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg. Er setzte sich in dieser Funktion besonders für Menschen mit Behinderungen ein. Rüdiger Hitzigrad hat sich als Berliner Volksvertreter bleibende Dienste erworben. Anlässlich eines Interviews sagte er vor 13 Jahren: Wir müssen die Chancen, die in Europa liegen, deutlich machen. Diese Aussage ist immer noch aktuell. Wir werden Rüdiger Hitzigrad in ehrenvoller Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zu Ehren des Verstorbenen von den Plätzen erhoben haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in der letzten Woche wurden wir mit einer Nachricht konfrontiert, die unglaublich klang. Der türkische Geheimdienst hatte dem Bundesnachrichtendienst Listen übermittelt, auf denen Personen standen, die in Deutschland leben und angeblich der Gülen-Bewegung nahestehen. Der Wunsch an den BND war: Wir möchten Amtshilfe bei der Bespitzelung der Personen, die auf der Liste stehen, leisten. Es war gut und richtig, dass unsere Geheimdienste diesen Vorgang zurückgewiesen haben. Es wäre aber besser gewesen, wenn die betroffenen Personen rechtzeitiger informiert worden wären. Welchen Respekt die türkische Regierung vor der deutschen Staatsangehörigkeit hat, bekommen wir im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel drastisch vor Augen geführt. Was die türkische Regierung vorhat, können wir nicht tolerieren. Sie versucht, in unserer Gesellschaft Konflikte zu schüren. Sie versucht, Misstrauen zu säen. Sie versucht, Menschen einzuschüchtern. Und sie versucht, was das Schlimmste ist, Angst zu verbreiten. Das lassen wir uns nicht gefallen, meine Damen und Herren.
Jeder Mensch, der in Deutschland zu Hause ist, lebt in einem freien Land. Dabei spielt es keine Rolle, woher er stammt und welchen Glauben er hat. Wer sich an unsere Gesetze hält, kann die Freiheit und die Freizügigkeit in unserem Land genießen, so wie er oder sie es für richtig hält. An diesem gesellschaftlichen und politischen Grundkonsens lassen wir nicht rütteln, weder von inneren politischen Kräften noch von äußeren Mächten. Diese Einmischung verbitten wir uns. Wir verbitten uns diese Einmischung übrigens auch dann, wenn sie religiöse Motive verfolgt. Ich weise ebenso das Ansinnen zurück, Abgeordnete in deutschen Parlamenten zu bespitzeln, zu denunzieren und zu kriminalisieren. Diese Respektlosigkeit gegenüber unseren demokratisch legitimierten Instanzen und deren Mitglieder ist ungeheuerlich. Sehr geehrte Frau Demir Bügen-Wegner, Sie können davon ausgehen, dass alle Abgeordnete unseres Parlaments diesen Umgang mit Ihnen missbilligen und dass wir an Ihrer Seite stehen. Und ich möchte Ihnen auch für Ihre besondere Reaktion danken. Sie haben kein weiteres Öl ins Feuer gegossen. Ihre kluge Botschaft war dennoch klar und deutlich zu vernehmen. Meine Damen und Herren, Spionageaktivitäten sind in Deutschland strafbar. Wir leben in einem Rechtsstaat. Deshalb ist es folgerichtig, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen hat. Meine Bitte: Lassen wir uns die langjährigen, vielfach engen Lebensbeziehungen zwischen Deutschen und Türken, zwischen Deutsch-Türken und Deutschen und zwischen Türken und Deutsch-Türken nicht kaputt machen. Uns verbindet einfach zu viel. Ich appelliere deshalb an uns Berlinerinnen und Berliner, ganz gleich ob deutscher oder türkischer Herkunft: Wir sollten unsere Freundschaft weiter vertiefen und nicht leichtfertig opfern. Denn die Freundschaft ist und bleibt die Grundlage für Verständigung. Berlin ist eine freie, Berlin ist eine tolerante Stadt. Und wir wollen, dass das so bleibt. Vielen Dank. Bevor ich zum weiteren Verfahrensablauf komme, möchte ich der Kollegin Dr. Christine Brinker von der AfD-Fraktion zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin. Im Namen des Hauses beglückwünsche ich den Kollegen Dr. Christian Hausmann von der Fraktion der CDU zur Geburt seiner Tochter Tilda Margarete. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Familie. Ich habe dann Geschäftliches mitzuteilen. Der Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/1897, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der Anschlag vom 9.12.2016 am Breitscheidplatz, Vorgeschichte, Abläufe und Folgerungen für das Land Berlin, ist in der 5. Sitzung am 26.01.2017 federführend an den Ausschuss für Verfassung und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung und mitberatend an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung, digitale Verwaltung, Datenschutz, Informationsfreiheit und zur Umsetzung von Artikel 13 Absatz 6 Grundgesetz sowie Paragraf 25 Absatz 10 ASOG und an den Hauptausschuss überwiesen worden. Die Fraktionen haben sich im Ältestenrat darauf verständigt, die Überweisung des Antrags auf Drucksache 19/1897 an den Hauptausschuss aufzuheben. Widerspruch gegen diese veränderte Ausschussüberweisung höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Hochschulverträge: Berlin investiert in gute Wissenschaft. Antrag der Fraktion der CDU zum Thema Senatsfeldzug gegen Autofahrer stoppen. Rot-rot-grüne Verkehrspolitik macht Autofahrer zu Verlierern. Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Hochschulverträge: Berlin investiert in gute Wissenschaft. Ein gleichlautender Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Antrag der AfD-Fraktion zum Thema keine Selbstbedienung im und des Berliner Parlaments. Und von der FDP-Fraktion
willst Berlins Autofahrer du quälen, musst Rot-Rot-Grün du wählen, funktionierende Verkehrspolitik für alle Berliner. Das mit dem Reim funktioniert nicht immer. Die Fraktionen haben sich auf die Behandlung des Antrags der CDU, Stichworte Senatsfeldzug gegen Autofahrerstoppen, verständigt, sodass ich dieses Thema gleich in der Aktuellen Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufe, und zwar in Verbindung mit den Tagesordnungspunkten 6, 18 und 27. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Ich möchte dann noch auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste mit dem Verzeichnis der Dringlichkeiten hinweisen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass die dort verzeichneten und nach dem Redaktionsschluss eingegangenen Vorgänge unter der Tagesordnungspunkten 4, 9, 10, 10a, 10b, 33a, 33b, 33c und 33 Dora in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass diesen Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht, dann ist dies so beschlossen. Auf die Ihnen vorliegende Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit so angenommen. Der Regierende Bürgermeister ist heute ganztägig entschuldigt. Er nimmt teil an der 44. Regionalkonferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder mit dem Gespräch mit der Frau Bundeskanzlerin und der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer in Bad Muskau. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde, Senatsfeldzug gegen Autofahrer stoppen, rot-rot-grüne Verkehrspolitik macht Autofahrern zu Verlierern, auf Antrag der Fraktion der CDU in Verbindung mit den Tagesordnungspunkten 6, 18 und 27, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz, Drucksache 18231 zum Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 18141, durchdachtes Verkehrskonzept für die Innenstadt statt rot-rot-grünem Wunschzettel. Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 18236. Groben Unfug verhindern, kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen in Berlin. Und Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 18250. Stickoxidbelastung reduzieren, römisch 1, gleichmäßigeren Verkehrsfluss ermöglichen. Für die Besprechung der Aktuellen Stunde und für die Beratung der Tagesordnungspunkte 6, 8 und 27 stehen den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf zwei Redebeiträgen aufgeteilt werden kann. Es beginnt die Fraktion der CDU und Herr Kollege Graf, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Woche für Woche macht der rot-rot-grüne Senat eine neue verkehrspolitische Baustelle nach der anderen auf. Diese Woche war es die Abzocke bei den Parkgebühren, letzte Woche die Ausweitung von Tempo-30-Zonen aus Hauptstraßen, in der Woche davor der schikanöse Rückbau von Hauptstraßen auf Einspurigkeit. Meine Damen und Herren von der Koalition, anstatt ständig solche Baustellen aufzureißen, sollten Sie endlich damit anfangen, die Baustellen in dieser Stadt zu koordinieren, die Straßen zu sanieren, damit der Verkehrsfluss funktioniert. Das ist das Problem, was die Menschen in der Stadt haben, meine Damen und Herren. Und was wir bislang von der Koalition gehört haben im Bereich der Verkehrspolitik, ist eine Bankrotterklärung. Vor allem für die Autofahrer, die zu Verlierern hier gemacht werden, meine Damen und Herren. Und da können Sie in hektisch einberufenen Pressekonferenzen heute zum Radverkehr sich äußern. Zu einer Großstadt gehört eben auch der Autoverkehr dazu. Und meine Damen und Herren, genau deshalb ist es geboten, dass Sie diesen ideologischen Feldzug gegen die Autofahrer stoppen, dass Sie ein umfassendes Mobilitätskonzept für die ganze Stadt vorlegen, meine Damen und Herren. Das ist es, was eine wachsende Metropole braucht. Und das sind folgende Prämissen aus meiner Sicht. Wie sieht ein fairer Mix aller Verkehrsträger aus? Wie entlasten wir die Straßen auch für die Bürgerinnen und Bürger in den Außenbezirken? Wie schaffen wir einen bürgerfreundlichen und leistungsfähigen ÖPNV? Und wie gewährleisten wir, dass der Wirtschaftsverkehr in dieser Stadt funktioniert? Meine Damen und Herren, Antworten gibt die Koalition darauf nicht. Sie präsentieren zwar einen Katalog von Erziehungsmaßnahmen, von Verboten, haben aber keine Strategie,
wie Sie langfristig diese dynamisch wachsende Metropole, wie Sie den Nahverkehr hier organisieren wollen, meine Damen und Herren. Und stattdessen haben die ersten Monate doch gezeigt, Sie setzen auf Umerziehung und Bevormundung anstatt auf Individualität und Freiheit. Sie setzen auf Schikane und Abzocke anstatt auf Dialog und Augenmaß. Meine Damen und Herren, das ist keine Verkehrspolitik, es ist eine verkehrte Politik. Und dagegen werden wir als Opposition uns wenden, meine Damen und Herren. Ja, es ist doch klar, wir sehen es doch schon heute. Rot-Rot-Grün spaltet die Stadt. Sie spalten die Stadt in Innenstadt und Außenbezirke. Sie spalten die Stadt in Autofahrer und Radfahrer. Meine Damen und Herren, Sie sind damit heute schon in Ihrer ideologischen Sackgasse gelandet. Das muss ich Ihnen sagen. Und auf den Zwischenruf mal einzugehen, es ist doch hinlänglich bekannt, dass Sie die Klientelinteressen der Innenstadt vertreten, meine Damen und Herren. Deswegen bleibt es doch richtig, den Dialog mit allen Beteiligten zu suchen in dieser Stadt, Herr Kollege. Das ist es doch, was stattfinden muss. Wir müssen doch nach Konzepten für die ganze Stadt und nicht nur für wenige suchen hier. Und meine Damen und Herren, Ihr Staatssekretär Kirchner lebt das ja geradezu prominent und schlagzeilenträchtig aus, diese von tiefer Ablehnung gegenüber Autofahrern empfundene Haltung. Da sagt er, die niedrigen Parkgebühren seien eine Frechheit. Eine Frechheit, Herr Kirchner, ist es, wie unverblümt Sie den Autofahrern den Kampf absagen. Tempo 30, Hauptstraßen, blaue Plakette, gestoppte Straßenbauprojekte, Ausweitung der Parkzonen, Erhöhung der Vignetten. Meine Damen und Herren, die Berlinerinnen und Berliner wissen, was sie in den 5 Jahren von Ihnen erwarten. Die Autofahrer wissen, es wird teurer werden und es wird länger dauern in der Stadt. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Und dann sagte Herr Kirchner noch, wer in dieser Stadt Auto fährt, hat zu viel Zeit. Das zeigt Ihr Amtsverständnis. Sie sollten eigentlich dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss in Gang kommt. Beschäftigen Sie sich doch mal, dass die Verkehrslenkung endlich besetzt wird, nachdem seit Jahren dort ein Organisationschaos spätestens seit dem Verkehrssenator Müller herrscht, meine Damen und Herren. Und dass der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger eben nicht in Kreuzberg, Friedrichshain oder Mitte wohnt und viele Bürger eben angewiesen sind darauf, mit dem Auto den Weg zur Arbeit zu nehmen, das lassen Sie bewusst genauso außer Acht wie die Entwicklung bei den Pendlern. Meine Damen und Herren, Pendlern, aber auch den Anwohnern in Außenbezirken ist mit einer verkehrsberuhigten Innenstadt mit Tempo 30 oder einer extra Fahrradspur überhaupt nicht geholfen. Sie lassen die Bürger in den Außenbezirken im Stich, meine Damen und Herren. Warum erweitern Sie eigentlich nicht den innerstädtischen Tarifbereich AB an die Außengrenzen der Stadt und schaffen neue Park-and-Ride-Parkplätze? Oder damit das Umsteigen auf S- und U-Bahn attraktiver wird. Warum schaffen Sie keine Anreize, auch dass Carsharing in den Außenbezirken gemacht wird? Kümmern Sie sich um die Instandsetzung der Berliner Straßen und sorgen Sie dafür, dass die Ampelschaltung optimiert werden, wenn die Fließgeschwindigkeit des Straßenverkehrs und eine Verbesserung der Luftqualität erreicht werden soll, meine Damen und Herren. Stattdessen bezeichnet der Senat, auch Herr Kirchner, von der Senatorin hört man wenig, von Herrn Kirchner viel, er sagt, der Verkehrsraum ist dafür da, mal was auszuprobieren. Aber lieber Herr Kirchner, da wo die Existenz von Betrieben und von Bürgern auf dem Spiel stehen, da haben die Bürger auch ein Recht zu erwarten, dass sie nicht für ideologische Experimente herangezogen werden, sondern auf eine faire und durchdachte Verkehrspolitik. Darauf müssen sie vertrauen können, nicht auf Experimente. Und Sie bieten den Autofahrern ja auch keine realistische Alternative. Im Gegenzug zu Ihren Eingriffen beim Autoverkehr setzen Sie einseitig auf den Ausbau des Radverkehrs. Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, extra Fahrstreifen auf Hauptstraßen, Fahrradschnellrouten. Übrigens, dass wir uns nicht missverstehen, gegen einen besseren Ausbau der Fahrradwege, die Bundesregierung tut ja auch viel. Und vor allem 30 Millionen gerade erst. Um vor allem die vielen Unfälle zwischen Radfahrern, LKWs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte in Ruhe mehr, ja?
um vor allem die Unfälle zwischen Radfahrern und PKWs zu verhindern, unterstützen wir das natürlich auch. Aber was wir kritisieren, und das wird ja mit Ihrem Gelächter auch deutlich, was wir kritisieren, ist, dass Sie die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen. Und das ist Ihre Politik der Spaltung in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegen? Grundsätzlich nicht. Gut. Und auch beim ÖPNV-Ausbau, ich will das mal ansprechen. Wir haben ja da viel gemeinsam auf den Weg versucht zu bringen mit der SPD. Leider hakt das jetzt. Sie setzen dort klar auf den Ausbau der Straßenbahn. Aber was ist eigentlich mit dem Ausbau der stark frequentierten U-Bahn? Alle Großstädte der Welt treiben auch den U-Bahn-Bau voran. Und aus meiner Sicht gilt das, was das Parlament noch in der letzten Periode beschlossen hat. Wir müssen sehen, dass wir bei der U8 die Erweiterung ins Märkische Viertel vornehmen. Wir müssen sehen, dass wir die U3 bis zum Mexikoplatz, dass wir in Pankow die U2 bis nach Weißensee führen. Das sind wichtige Botschaften für die Anwohner in den Außenbezirken, meine Damen und Herren. Ja, es ist nun einmal so. Die wirtschaftliche Prosperität unserer Stadt hängt auch von der Infrastruktur ab. Und deswegen benötigen wir nicht nur Investitionen in den Radverkehr, sondern noch viel stärker in die klassische Infrastruktur, in Brücken, in Straßen. Und der Stopp beim Weiterbau der A100, den halte ich für unverantwortlich, meine Damen und Herren. Meine Fraktion ist da klar. Wir stehen für die Planung bis zum Ringschluss. Und wir wollen damit den Straßenverkehr umweltverträglich bündeln und die Stadtstraßen entlasten. Und dazu, und auch das kritisiere ich, dass Sie die tangentiale Verbindung Ost verschleppen. Es ist eine dringend notwendige Verbindung für die Bezirke Hellersdorf-Marzahn und Treptow-Köpenick für den Wirtschaftsverkehr, meine Damen und Herren. Auch wenn Sie den Radverkehr in den Mittelpunkt rücken, Sie werden in einer Stadt von 4 Millionen Einwohnern allein nicht mit Lastenfahrrädern hier die Versorgung unternehmen können, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wenn Sie nicht bald zu einer verantwortungsvollen Verkehrspolitik wechseln, die nicht nur die Klientelinteressen bedient, riskieren Sie auch die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Und es sind die Bürgerinnen und Bürger, es sind die Betriebe, die unter Ihrer Politik leiden. Mit Ihrer jetzigen Politik bedienen Sie vielleicht kurzfristig Ihre Klientel in Kreuzberg und in Friedrichshain und in Mitte. Doch spätestens dann, wenn die Supermärkte leer bleiben, weil die Lieferanten nicht mehr zur Innenstadt kommen oder die wenig verbliebenen Handwerker mit Schadstoffen. Moment mal, Herr Kollege, also Zwischenrufe sind ja gut. Wenn aber alle zwischenrufen, dann funktioniert das nicht mehr. Herr Graf, setzen Sie fort. Mit Ihrer jetzigen Politik bedienen Sie eine Klientel, aber spätestens dann, wenn die Supermärkte leer bleiben, weil die Lieferanten nicht in die Innenstadt kommen, spätestens dann, weil es kaum noch Handwerker gibt, die mit schadstoffarmen Fahrzeugen in die Innenstadt kommen, dann fliegt Ihnen auch da die Verkehrspolitik um die Ohren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Schopf das Wort. So, ich weiß ja, das ist ein tolles Thema, aber jetzt kommen wir alle mal wieder ein bisschen runter, ein bisschen mehr Ruhe und hören dem Kollegen Schopf zu. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Graf, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Schaut man sich Ihre Äußerungen in den zurückliegenden Wochen in der Presse oder Ihre Anträge im Parlament an, dann gewinnt man den Eindruck, Sie sind getrieben von einer fixen Idee. Eine Idee, die uns nur den Kopf schütteln lässt. Ein angeblicher Feldzug des Senats gegen die Autofahrer da, eine vermeintliche Autophobie hier. Autofahrer werden von Ihnen zu den Verlierern der Berliner Verkehrspolitik erklärt. Sie beschwören eine Verkehrspolitik, die einzig und allein auf die Qual von Autofahrern ausgerichtet sei. Es zeigt sich zum wiederholten Male, Sie haben unser Modell einer künftigen Berliner Verkehrspolitik
nach wie vor nicht verstanden. Oder sie wollen es nicht verstehen. Mal ganz ehrlich, sehen Sie allen Ernstes in der Behinderung von Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen, der Ablehnung, der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und der alleinigen Favorisierung des motorisierten Individualverkehrs Ihre Zukunftsversion des Verkehrs für unsere Stadt? Na dann, gute Nacht. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Seibold? Wir sind überzeugt, das Modell der einseitigen Verkehrspolitik hat ausgedient. Wir wollen das Ende von Feinstaubalarm, Dauerstaus, Lärm und fehlenden Freiraum für Radfahrer und Fußgänger. Ihre ersehnte Massenmotorisierung ist für uns keine Option der Zukunft. Und lassen Sie mich diesen unerträglichen Mythos der autofeindlichen Verkehrspolitik ein für alle Mal aufklären. Wir sagen nicht dem Autofahrer den Kampf an. Wir schaffen ein sinnvolles Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, haben Sie sich mal die Frage gestellt, warum die Menschen überhaupt sich genötigt fühlen, ins Auto zu steigen? Warum setzen Sie sich dem alltäglichen Stress überfüllter Straßen aus? Weil wir zu wenig tragende verkehrliche Angebote für die Menschen haben. Rund 30% der Fahrzeuge in der Berliner Innenstadt kommen aus dem Umland. Und Herr Graf, ich selbst war jahrelang Pendler und weiß, was es heißt, morgens, morgens keine optimale Bahnanbindung zu haben oder in restlos überfüllte Züge zu steigen. Da ist das Auto natürlich eine bequeme Wahl. Und dennoch, wir wollen und werden Anreize schaffen, die dazu führen, dass das Auto in Zukunft nicht die erste Wahl ist. Wir sorgen durch die Ausweitung von Park-and-Ride-Parkplätzen, durch einzelne Taktverdichtungen, der Erweiterung der Kapazitäten und der Bereitstellung neuer Züge dafür, dass die Pendlerinnen und Pendler eine Motivation sehen, so früh wie möglich auf den ÖPNV umzusteigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es in meiner ersten Rede im Februar bereits gesagt. Die Metropolregion Berlin-Brandenburg ist in Zukunft verstärkt als gemeinsamer Verkehrsraum zu sehen und zu entwickeln. Wir benötigen ein gemeinsames und gut abgestimmtes Verkehrsnetz. Eine Lösung der CDU nach dem Motto, wir erweitern dann einfach mal die Tarifzone B um eine Station, ist kurzum ein Schnellschuss. Denn nur ein kleiner Teil der Pendleranliegen wird damit erfasst. Aber das Problem wird nicht gelöst. Wir schaffen daher die Grundlage für eine Verkehrspolitik, die der künftigen verkehrlichen Entwicklung angepasst ist. Ein Maßnahmenpaket, das ein Nebeneinander und zugleich eine intelligente Verzahnung von motorisiertem Straßenverkehr, ÖPNV, Radverkehr und Fußgängern ermöglicht. Es steht doch außer Frage, dass Menschen aus einer Vielzahl an Gründen auch weiterhin auf die Nutzung ihres Autos angewiesen sind. Seien es die Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen oder in die Schule, die mobilitätseingeschränkten Menschen oder der Handwerker, der zu seinen Kunden fährt. Wir sorgen darüber hinaus mit der Einrichtung eines Erhaltungsmanagements, Sie hatten es ja angesprochen, für die Straßen- und Brückeninfrastruktur in Berlin, für Sicherheit und Qualität auf Berliner Straßen. Und hierzu gehört selbstredend auch die Einrichtung von gezielten Tempo-30-Zonen. Oder haben Sie etwa Argumente, die gegen die Steigerung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kitas und der klimatischen Entlastung der Hauptverkehrsstraßen sprechen? Herr Kollege, ich habe eine Zwischenfrage des Kollegen Freimark. Nö. Herr Graf, Herr Graf, muss ich Sie eigentlich daran erinnern, dass der ehemalige SPD-CDU-geführte Senat 2013 den Luftreinhalteplan für Berlin beschlossen hat?
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen und Grenzwertüberschreitungen zu reduzieren, war und ist erklärtes Ziel. Das haben Sie mit abgestimmt. Schön vergessen? Wir haben im Koalitionsvertrag den Anspruch einer nachhaltigen, sicheren und intelligenten Mobilität für Berlin formuliert. Und diesem Ziel werden wir mit unserer Verkehrspolitik auch gerecht. Wir schaffen Spielraum für die Umverteilung des Straßenraumes zugunsten von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, ohne Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Die Nachverdichtung des ÖPNV durch Aus- und Neubau von Straßenbahnlinien, aber auch der U-Bahn, sind für uns dabei zentral. Wir schaffen Lösungen für das erhöhte Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich, die Vermeidung von Staus sowie für eine optimierte Baustellenkoordination und sichern damit den bestehenden und künftigen Verkehrsfluss. Und zugleich muss es unser erklärtes Ziel sein, den Fokus auf den Umweltverbund zu legen. Bleiben wir unserem gemeinsamen Ziel treu, 80% des Verkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad und den Fußverkehr zu lenken und eine moderne Mobilitätspolitik für Berlin zu entwickeln. Schließen Sie sich endlich an und hören Sie endlich auf, ein Schreckgespenst der autofeindlichen Stadt zu kreieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat jetzt der Kollege Scholtisek das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, es ist ein interessantes Konglomerat aus verkehrsrelevanten Anträgen, was wir hier vorliegen haben. Und in einer ganzen Reihe von Punkten kann die Alternative für Deutschland hier auf jeden Fall auch mitgehen. Doch schauen wir uns das alles mal im Einzelnen an. Rot-Rot-Grün beabsichtigt ja, die gesamte Berliner Bevölkerung zwangsweise zu besseren Menschen umzuerziehen. Wir sollen nur noch Fahrrad und Lastenfahrrad fahren, das Auto abschaffen, den außerordentlich zuverlässigen ÖPNV benutzen. Und während man auf den ÖPNV wartet, dann auch noch seinen Kaffee aus dem gebrauchten Mehrwegbecher nippen. Meinen Sie nicht, es wäre eine wesentlich bessere Lösung, den Menschen Angebote zu machen? Angebote, die so attraktiv sind, dass sie sie von sich aus selbst annehmen möchten? Eine intakte, funktionierende und zuverlässige Infrastruktur zum Beispiel. Straßen ohne Schlaglöcher, Brücken, die wieder befahren werden können. Baustellen, die intelligent und somit bürgerfreundlich koordiniert und abgearbeitet werden. S-Bahnen ohne Ausfälle, überzeugende ÖPNV-Taktungen, attraktive Park-and-Ride-Konzepte und Kapazitäten für diese Park-and-Ride-Systeme. Und eine enge und intelligente Vernetzung aller nutzbaren Verkehrsmittel, Stichwort multimodaler Verkehr. Und das zu einem überzeugenden Preis, das wären doch mal Angebote. Herr Kollege, stand Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zillig? Nee, ich schließe mich den Vorrednern an. Alles auch klar. Nicht, nein. Kaum jemand wird solchen Angeboten widerstehen können, wenn er feststellt, dass er dadurch schneller und zuverlässiger in die Innenstadt hinein und auch wieder aus ihr herauskommt, als auf seine bisherige Art und Weise. Kurz, Angebote schaffen, die überzeugen, und das als ersten Schritt. Sie, liebe Genossen, versuchen derzeit aber den zweiten vor dem ersten Schritt zu machen und dem Bürger vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Und das wird keinesfalls funktionieren. Und zur Verbesserung der Verkehrssituation taugen die rot-rot-grünen Wunschträume ohnehin nicht. Relativ kurzfristig sind aber sicherlich Erfolge im Kampf gegen Stau und Stillstand in unserer Stadt zu erreichen. Man muss nur wollen. Beispielsweise durch die Aufstockung von Ordnungskräften, die das Parken in zweiter Spur konsequent und dauerhaft unterbinden. Ideal wäre hier übrigens der Einsatz freiwilliger Polizeikräfte, wie ihn die Alternative für Deutschland bereits im Januar vorgeschlagen hat. Verbesserungen der derzeitigen Situation könnten ebenfalls durch Vergrößerung der Ladezonen oder auch durch Zeitkontingente oder Zeitfenster für den Lieferverkehr erzielt werden. Den Transitverkehr aus der Stadt heraushalten könnte auch eine Möglichkeit sein, denn nur wer ein Ziel in Berlin hat, darf hinein und wer keins hat, wird halt herumgeleitet. Schwerverkehr. Zugegebenermaßen wäre dies mit einem geschlossenen A100-Ring um einiges einfacher, aber meine Damen und Herren, was nicht ist, wird mit Sicherheit noch kommen.
Allein schon wegen der dringend nötigen Entlastung der Innenstadt. Ein weitsichtiges Baustellenmanagement mit weitläufigen und verkehrstechnisch klug geplanten Ausweichrouten wäre ebenfalls ein interessantes Instrument. Und auch die bessere Ausnutzung von Kapazitäten und Möglichkeiten der schienengebundenen Verkehrssysteme könnte die derzeitige Verkehrssituation entscheidend entschärfen. Ideologisch motivierte großflächige Tempo-30-Experimente versprechen jedoch wenig Erfolg, weder zur Abwendung eines Verkehrskollapses noch in der ohnehin umstrittenen Fragestellung um Stickoxid- und Feinstaubbelastung in Berlin. Wie sieht es überhaupt in Bezug auf Stickoxid- und Feinstaubbelastung in der Stadt aus? Glaubt man den Darstellungen der Koalition, steht die gesamte Berliner Bevölkerung unmittelbar vor dem kollektiven Vergiftungstod. Aber ist hier die Reduzierung auf den Autoverkehr als Verursacher nicht doch erheblich zu kurzsichtig? Oder treffender gefragt, handelt es sich nicht vielleicht nur um eine starke Rot-Grün-Sehschwäche? Müssen wir nicht etwas weiter über den Tellerrand hinausschauen? Wie steht es um den Einfluss des Wetters, der Jahreszeiten, der Topografie und der geografischen Lage Berlins? Wie ist der Einfluss der Industrie in Berlin im Umwelt und auch über die polnische und tschechische Grenze hinaus zu bewerten? Wie viel Einfluss auf diese beiden Schadstoffe haben häusliche Heizungsanlagen, mobile Arbeitsmaschinen, Baufahrzeuge, Flugschiffs- und Eisenbahnverkehr? Und welchen Sinn soll hier eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 machen? Ist es nicht vielmehr so, dass in Bezug auf Stickoxidbelastung die innerstädtisch gefahrene Geschwindigkeit kaum Einfluss hat? Tempo 30 oder Tempo 50 ist hier völlig unerheblich. Vielmehr kommt es auf einen kontinuierlichen Verkehrsfluss an. Einen möglichst gleichmäßigen, ungestörten Verkehrsfluss. Mit Maßnahmen der Verkehrssteuerung wie der Zuflussdosierung über Pförtnerampeln oder veränderte Lichtsignalsteuerung zur Verflüssigung des Verkehrs lassen sich Emissionen in einem Straßenabschnitt durch Reduzierung von Staus signifikant senken. Andersherum wirken sich jedoch Vorrangschaltungen für Busse nachweislich negativ auf den Gesamtverkehrsfluss aus. Und in puncto Feinstaub ist es doch so, dass Tempo 30 den Feinstaubausstoß sogar noch erhöht. Zumindest kommen zu diesem Schluss zumindest Studien, wie das Landesamt für Umwelt und Naturschutz in Baden-Württemberg oder auch der Luftreinhalteplan, veröffentlicht von der in der letzten Legislatur betitelten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, beschreibt. Herr Schopf hatte ihn bereits erwähnt. Gerade aus diesem Luftreinhalteplan ergeben sich überaus interessante Erkenntnisse. Über die Herkunft von Feinstaub wird darin festgestellt, dass diese besonders auf dem Eintrag stark belasteter Luftmassen aus dem Umland zurückzuführen sind und stark luftströmungsabhängig sind. Weiterhin können Sie in diesem Dokument nachlesen, dass die zwingend seit 2015 einzuhaltenden Grenzwerte für die besonders feinen Feinstäube, die PM2,5 genannten, in Berlin bereits seit 2007 durchgängig eingehalten werden. Sowohl die Menge der gemessenen Feinstäube als auch die gemessenen Stickoxidmengen in Berlin gehen seit 1989 ganz rapide zurück. Allein in der Zeitspanne 2009 bis 2015, auch aus dem Luftreinhalteplan, und darüber hinaus prognostiziert bis 2020, wird der Stickoxidausstoß durch Kfz mit -54% ausgewiesen. -54% Stickoxid im Bereich Verkehr, meine Damen und Herren. Nachzulesen im Luftreinhalteplan auf der Seite 123. Und bei den Feinstäuben aus Kfz-Verkehr beträgt der prognostizierte Rückgang im gleichen Zeitraum sogar -73%. Ich wiederhole, Rückgang der Stickoxide und Feinstäube aus Kfz-Verkehr -54 und -73%. Meine Damen und Herren, die gesamte Diskussion in Berlin um Stickoxide und Feinstaub im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeugverkehr ist absolut absurd. Es ist eine rein ideologisch verblendete Initiative von Autohassern, die dem Großteil der Berliner Bevölkerung hier in eine moralische Zwangsjacke stecken will und Zug um Zug in ihren Freiheiten beschneiden möchte. Die Alternative für Deutschland wird diesem Treiben entschieden entgegentreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Linke. Jetzt Herr Kollege Harald Wolff.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Graf, Sie haben in einer Rede gefordert, dass wir ein umfassendes Mobilitätskonzept vorlegen sollen. In Ihrer Rede habe ich allerdings hauptsächlich, um nicht zu sagen fast nur, etwas über den Autoverkehr gehört. Und dass wir, ich habe sehr genau zugehört, Sie hatten über die A100 geredet, Sie haben darüber geredet, dass wir angeblich die Autofahrer schikanieren wollen, dass wir Autohasser sind, all das. Aber über ein Konzept von Ihrer Seite, über alle Verkehrsträger, habe ich nichts gehört, sondern nur Horrorgeschichten über das, was Rot-Rot-Grün angeblich vorhat. Wir haben von unserer Seite ein klares Vorhaben. Wir sagen, wir wollen ein integriertes Mobilitätskonzept. Und deshalb werden wir auch ein Mobilitätsgesetz vorlegen, das die Fragen von Fußgängerverkehr, von Radverkehr und von öffentlichem Personennahverkehr umfassend und integriert regelt. Und wir werden mit diesem Gesetzespaket eine Verkehrswende einleiten, nämlich den Vorrang für den Umweltverbund aus ÖPNV, aus Radverkehr und Fußgängerverkehr. Das muss Vorrang haben, das muss Priorität haben. Und sehen Sie sich andere Städte an. Andere Städte wie zum Beispiel Zürich hat schon in den 70er und den 80er Jahren einen klaren Vorrang für den Umweltverbund beschlossen und auch umgesetzt und gilt mittlerweile europaweit und teilweise weltweit als Vorzeigestadt, was die Verkehrspolitik und Mobilität in dieser Stadt angeht. Meine Damen und Herren, es geht auch nicht darum, dass wir Autofahrer schikanieren wollen, sondern wir wollen Alternativen, wir wollen attraktive Alternativen zum Autoverkehr anbieten. Und Ihre Politik, die Ideologie der 60er Jahre verfolgt, wir werden die Mobilitätsprobleme in großstädtischen Ballungsräumen nicht durch immer mehr Autoverkehr lösen, sondern wir werden sie nur lösen, wenn wir den Umweltverkehr stärken und dem Vorrang geben. Nur dann ist Mobilität für alle gewährleistet und auch eine sicherer Straßenverkehr gewährleistet. Eine permanente Zunahme des Autoverkehrs heißt mehr Feinstaub, trotz der alternativen Fakten, die uns hier von der AfD postfaktisch alternativ alles Mögliche, was von uns da präsentiert worden ist. Es heißt mehr Lärm, es heißt mehr Stau, es heißt mehr Parkplatzsuchverkehr und es heißt auch gleichzeitig mehr Unfälle. Das heißt, wir verlieren Lebensqualität in der Stadt durch immer mehr Stadtverkehr und wir haben einen Verlust an Mobilität. Wir haben in den letzten Jahren doch erlebt, dass der öffentliche Personennahverkehr, dass Busse und Bahnen zunehmend im Stau stehen, dass eine Situation eintritt, wo die Reisegeschwindigkeit von Busse und Bahn sinkt, weil sie im Stau stehen, weil sie durch den motorisierten Individualverkehr behindert werden. Und deshalb werden wir eine Politik entwickeln, die den öffentlichen Personennahverkehr wieder beschleunigt, indem es den öffentlichen Personennahverkehr mehr Verkehrsraum gibt durch neue Busspuren und Beschleunigungsmaßnahmen umsetzt. Es ist unmöglich, dass wir von den 1.400 Ampeln, die Beschleunigungsmöglichkeiten haben, gerade mal 700 bis 800 in Betrieb sind und damit die Beschleunigung nicht funktioniert. Wir wollen die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs steigern und damit eine Alternative zum Autoverkehr schaffen. Und das Gleiche gilt für den Radverkehr. Wir wollen den Anteil des Radverkehrs steigern und wir wollen vor allen Dingen den Radverkehr sicherer machen und wir wollen Konflikte zwischen Fußgängern, Autofahrern und Radfahrern minimieren. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, gestern oder vorgestern eine Vereinbarung zu treffen im Rahmen des Dialogs mit den Radverkehrsverbänden, mit der Volksentscheidinitiative für den Radverkehr, für Eckpunkte, für ein Radgesetz, das genau dieses ermöglicht und uns damit die Perspektive schafft, dass wir ähnliche Situationen haben wie in Kopenhagen, was fahrradfreundliche Städte sind, wo ein Großteil der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt wird und damit Lebensqualität innerhalb der Stadt gesteigert wird und damit auch Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern reduziert werden und damit, dass die Verkehrsräume neu verteilt werden, mehr Raum für den Umweltverbund geschaffen wird und damit aber auch die Möglichkeit geschaffen wird, dass der verbleibende Autoverkehr flüssiger vorankommen kann. Das ist eine vernünftige Verkehrspolitik und das werden wir vorantreiben, meine Damen und Herren. Und wir werden
Und wir werden als Koalition den Ausbau der Straßenbahn vorantreiben. Die Straßenbahn ist ein hocheffizientes Verkehrsmittel. Und ich will es Ihnen auch aus dem 19. Ist nicht alles schlecht, was aus dem 19. Jahrhundert kommt, kann ich Ihnen sagen. Ist nicht alles schlecht. Auch der Sozialismus kommt aus dem 19. Jahrhundert, sage ich Ihnen an dieser Stelle. Der ist auch nicht schlecht, meine Damen und Herren. Die Straßenbahn, ich will es Ihnen mal an einem Beispiel deutlich machen. Die Straßenbahn ist in der Lage, innerhalb einer Stunde ca. 20.000 Personen zu transportieren. Währenddem eine Autospur gerade mal in der Lage ist, innerhalb einer Stunde 800 Personen zu transportieren. Das ist die Realität. Die Straßenbahn hat eine ganz andere Verkehrsleistung. Eine ganz andere Verkehrsleistung ist wesentlich effektiver. Sie ist kostengünstiger, sie ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Und deshalb werden wir das Straßenbahnnetz in Berlin weiterentwickeln und weiter vorantreiben und damit eine neue Alternative zum Auto schaffen und damit attraktive Angebote im öffentlichen Personennahverkehr. Meine Damen und Herren, und wenn Sie diskutieren über Tempo 30, also mal abgesehen davon, dass Sie mit dem Auto, wenn Sie in der Hauptverkehrsstraße unterwegs sind, zur Rush-Hour froh sein können, wenn Sie eine Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometer in der Stunde haben. Wir haben mittlerweile an Tempo 30 von den 1.500 Kilometern Hauptverkehrsstraßen sind schon 372 Kilometer auf Tempo-30-Zonen ausgelegt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Freimark? Nein, das scheint jetzt hier nicht üblich zu sein, in dieser Aktuellen Stunde Zwischenfragen zuzulassen. Ich rede jetzt meinen Redebeitrag zu Ende und weiter. Also, Tempo 30. Ich habe darauf hingewiesen, Sie haben heute schon als Autofahrer Reisegeschwindigkeiten zu bestimmten Zeiten, die unterhalb von Tempo 30 liegen. Und Sie haben ja völlig richtig gesagt, es geht um die Verstetigung von Verkehr. Das heißt, die Reduzierung von Geschwindigkeit, damit man nicht mehr Stop and Go hat, nämlich dass man mit 50 oder 60 bis zur nächsten Ampel fährt, dort hält, wieder beschleunigt und weiterfährt, sondern dass man zum Beispiel über Tempo 30 die Fahrgeschwindigkeit reduziert, aber gleichzeitig eine grüne Welle hat, wo Sie einen kontinuierlichen Verkehrsfluss haben. Was ist daran so schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. Ich sage, es ist hochvernünftig, meine Damen und Herren. Und deshalb werden wir auch in diese Richtung gehen. Und ein anderes beliebtes Thema, der Kollege Federici führt es ja auch immer an, dass wir den Wirtschaftsverkehr, das alles jetzt auf Lastenfahrräder reduzieren wollen. Ich weise an dieser Stelle mal darauf hin, dass gerade gestern veröffentlicht wurde eine gemeinsame Presseerklärung des ADFC mit der Industrie- und Handelskammer, wo sich die Industrie- und Handelskammer darauf ausgesprochen hat, den Einsatz von Lastenfahrrädern im Wirtschaftsverkehr deutlich zu steigern. Das ist doch vernünftig für die letzte Meile. Dass man nicht alles damit bewältigen kann, ist völlig klar. Aber das ist doch ein sinnvolles Verkehrsmittel und Transportmittel für die letzte Meile, für die Feinverteilung. Und wir werden das vorantreiben und fördern, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer, die hier an dieser Stelle eine vernünftige Vorstellung vertritt. Meine Damen und Herren, Sie können versuchen, mit Ihrer Angstmache, dass wir eine autofeindliche Politik betreiben, dass wir die Menschen gängeln wollen in dieser Stadt, können Sie versuchen zu punkten. Ich sage Ihnen, am Ende dieser Legislaturperiode werden wir sehen, dass der ÖPNV attraktiver ist als Verkehrsmittel für alle, dass der Radverkehr in dieser Stadt vorankommt, dass er sicherer ist, dass wir Konflikte mit anderen Verkehrsträgern reduziert haben und dass die Stadt insgesamt attraktiver ist. Am Ende wird abgerechnet und da können Sie mit Ihrer Angstmache zurück in die 60er Jahre. Wir werden hier eine zukunftsfähige Verkehrspolitik, die sozial ist und die ökologisch verträglich ist und die vor allen Dingen menschengerecht ist, das werden wir vorantreiben und damit können Sie rechnen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion, Herr Kollege Schmidt.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ganz zu Recht ist heute die autofeindliche Verkehrspolitik des Senats das Thema der Aktuellen Stunde. Ich wundere mich auch, warum die Koalition das überrascht. Jeden, der das provozierende Agieren des Senats hier betrachtet, reißt es doch vom Stuhl, wenn man da hinschaut. Viele, viele Menschen dieser Stadt ärgern sich darüber. Aber wir Freien Demokraten wollen heute nicht nur meckern. Wir wollen konkrete Vorschläge machen, und von uns liegen heute 4 ganz konkrete Anträge auf der Tagesordnung vor, was wir denn vorschlagen. Und damit unterscheiden wir uns positiv von AfD und CDU. Denn uns liegt eine konstruktive, konsistente, nachhaltige, gerechte und sozialverträgliche Verkehrspolitik am Herzen. Der Senat dagegen gefällt sich in willkürlichen und ganz offensichtlich autofeindlichen Schikanen. Jede Woche wird eine andere seltsame Idee zur Einschränkung des Autoverkehrs in Umlauf gebracht. Jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Das hat mit durchdachter und vernünftiger Verkehrspolitik nichts zu tun. Das ist Aktionismus mit dem ideologischen Ziel, Autofahrer einseitig zu belasten. Und Ihr Staatssekretär Kirchner macht hier regelmäßig den Provokateur, um mal ein paar Perlen seiner Äußerungen zu erinnern. Wer hier Auto fährt, hat zu viel Zeit, hat er gesagt. Einspurige Hauptstraßen sollen die Regel werden, hat er gesagt. Und der Preis für Anwohnerparkausweise sei eine Frechheit, hat er gesagt. Dass bei solchen Äußerungen der Eindruck eines ideologischen Dauerfeuers von Autofeindlichkeit entsteht, ist nun wirklich unvermeidlich. Und offensichtlich ist das zunehmend vom Staatssekretär auch so gewollt. Ich habe den Eindruck, er genießt das Regelrecht. Deshalb ist es auch wichtig, jetzt ein klares Stoppzeichen zu setzen. Dieses Stoppzeichen setzen wir mit unserem Antrag, auf Hauptstraßen nicht willkürlich Tempo 30 anzuordnen. Wir brauchen sofort einen Stopp des unkoordinierten Aktionismus. Wir brauchen jetzt erstmal eine Denkpause. Und jetzt redet die Koalition wieder, es ging um stadtverträgliche Mobilität und es würden Verkehrskonzepte entwickelt. Man möge doch das alles mal ruhig abwarten. Naja, also wenn das wirklich so ist und Sie gar nicht autofeindlich sein wollen, warum stoppen Sie dann nicht diesen wilden Elefantenlauf des Staatssekretärs im Porzellanladen? Warum lässt die zuständige Senatorin das unkontrolliert zu? Wieso schaut der regierende Bürgermeister mit seiner Richtlinienkompetenz das so an? Und wieso lässt die SPD-Fraktion diesen Urlaub zu? Ihr Fraktionsvorsitzender hat ja in diesem Haus selbst gesagt, ich zitiere, die SPD-Fraktion wird einer Politik entgegenstehen, die sich gegen Autofahren und Autofahrer richtet. Ja, Herr Saleh, wären Sie jetzt mal am Zug, wenn Sie das wirklich ernst meinen. Es sind doch auch Wähler der SPD und der Linkspartei, die auf ihr Auto angewiesen sind, die schlecht zu Fuß sind, die kleine Kinder haben, die was zu transportieren haben oder einfach im öffentlichen Nahverkehr sich nicht sicher fühlen. Deshalb, liebe Linke und SPD, legen Sie mal den grünen Staatssekretär Kirchner an die Leine. Zeigen Sie klar, dass Sie zumindest nicht das Ziel einer autofreien Stadt verfolgen. Wir Freien Demokraten wollen, dass Konzepte erarbeitet werden, die die neuen Herausforderungen der wachsenden Stadt bewältigen und die Mobilitätsbedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger sichern. Konzepte, die neue Technologien nutzen, um preiswertere und umweltfreundliche Mobilität zu erreichen. Und deshalb haben wir den Antrag eingebracht, erst einmal ein schlüssiges Verkehrskonzept zu entwickeln. Und wir haben auch ganz konkrete Eckpunkte darin aufgezeigt, was aus unserer Sicht erreicht werden muss. Die Koalition hat den Antrag abgelehnt, weil sie angeblich schon ein Konzept hätte. Wo ist es denn? Die Koalition redet von ihrem Mobilitätsgesetz. Das soll also nach eigenem Bekunden aufbauend auf dem ÖPNV ein Fahrradgesetz enthalten und dann ein Fußgängergesetz. Fehlt da nicht noch irgendwas bei der Mobilität? Sind denn Autos kein Teil der Mobilität mehr oder warum sollen die beim Mobilitätsgesetz gar nicht mehr erwähnt werden? Und ist dieses getrennte Betrachten von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr denn wirklich richtig? Entscheidend ist doch, das zusammenzuführen, durchgehende Transportprozesse darzustellen. Und das Aufteilen in einzelne gesetzliche Kästchen, das die Koalition hier ankündigt, ist im grundsätzlichen Herangehen so schon nicht richtig. Wir Freien Demokraten sind auch gerne bereit, über fachliche, verkehrstechnische Fragen offen zu diskutieren und Lösungen zu finden. Aber die Koalition übersteigert und überdreht diese Ansätze. Beispiel: Ausbau der Straßenbahn. Natürlich, die Straßenbahn ist an manchen Stellen ein angemessenes Verkehrsmittel. Auf eigenen Trassen ist es sinnvoll, aber doch nicht mitten im Autoverkehr auf der Potsdamer und der Leipziger Straße. Da steht dann die Tram gemeinsam mit dem Autos im Stau. Das bringt keinem was. Applaus
Ausbau der Radwege. Natürlich besteht ein ganz erheblicher Bedarf, die Radstruktur auszubauen. Aber warum unbedingt entlang der Hauptverkehrsstraßen, wie es explizit im Koalitionsvertrag steht? Warum planen Sie eigentlich nicht ein auf Radfahrer zugeschnittenes Radwegenetz wie in Kopenhagen? Warum orientieren Sie sich da an den Autotrassen? Das behindert Autofahrer und ist auch wirklich nicht optimal für Radfahrer, die die Abgase einatmen müssten. Parkplätze. Natürlich werden in der Innenstadt die Flächen knapp und mit der wachsenden Stadt wird das immer stärker. Aber warum wollen Sie denn jetzt künstlich die Preise hochtreiben und die Parkplätze auch noch reduzieren? Warum lassen Sie nicht Tiefgaragen und Parkhäuser bauen, wie in anderen Großstädten? Da, wo die Nachfrage besteht, wo auch die Leute bereit sind, dafür zu zahlen, unter dem Hardenbergplatz zum Beispiel. Verknüpfung der Verkehrssysteme, ja. Dazu gehören auch Fahrradparkplätze an Bahnhöfen, aber eben auch Park and Ride. Der Autoverkehr muss auch mit den anderen Verkehrsträgern verknüpft werden. Gerade dort, wo die Pendler aus dem Umland kommen, brauchen wir ein deutlich erweitertes Park and Ride-Angebot. Das hat Herr Schopf erwähnt. Aber dann tun Sie mal was, dass das jetzt mal in Gang kommt. Da gibt es ja zurzeit gar keine Ansätze, dass dort was passiert. Bei Ihrer Koalition werden aber solche fachlich durchaus zu diskutierenden verkehrstechnischen Fragen immer gleich zu ideologischen Hämmern geschmiedet. Und sie werden immer wieder mit einer grundsätzlich autofeindlichen Tendenz unterlegt. Meine Damen und Herren, das ist eine kleingeistige und innovationsfeindliche, das ist vor allem eine unglaublich griesgrämige und miesmacherische Politik, die Sie hier machen. Auch wir Freien Demokraten wollen die Menschen von gesundheitlichen Belastungen durch den Verkehr entlasten. Auch dazu haben wir Ihnen heute einen Antrag vorgelegt. Einer der wichtigsten Hebel zur Emissionssenkung ist die Verstetigung des Verkehrsflusses. Das hat Herr Wolf auch eben richtig gesagt. Tempo 30 an einzelnen Stellen mittendrin verlangsamt den Verkehrsfluss, macht ihn unstetig und das führt dann zu mehr Stickoxidemissionen und nicht zu weniger, wie der ADAC das ja durch realitätsnahes Nachfahren nachweisen konnte. Wir brauchen deshalb gleichmäßige Geschwindigkeiten, durchgehende Ampelschaltung, ein Baustellenmanagement, das dann auch funktioniert, damit es einen gleichmäßigen Verkehrsfluss gibt. Dann kann auch die Stickoxidbelastung wirklich gesenkt werden. Und es gibt weitere Themen, den Verkehr in dieser Stadt zukunftsfähig zu machen. Heute legen wir Ihnen auch einen Antrag zum Güterverkehr vor, bei dem sich auch einiges ändern muss, allein um sich auf die neuen Entwicklungen des Internethandels einzustellen. Aber auch hier kommen wir mit rein autofeindlichen Blockaden nicht weiter. Das Lastenfahrrad kann einen Teil der Nachfrage bedienen. Andere Teile vielleicht auch Frachtstraßenbahnen oder Binnenschiffe. Aber letztlich ist der Kern immer noch Lieferwagen- und Handwerkerfahrzeuge. Autofeindlichkeit trifft hier direkt das wirtschaftliche Rückgrat unserer Stadt und belastet völlig unnötig die Handwerker und die Gewerbetreibenden. Meine Damen und Herren, wir sagen deshalb dem Senat, machen Sie erstmal eine Denkpause, bevor Sie unkontrolliert unkoordinierte Maßnahmen umsetzen. Stoppen Sie den autofeindlichen Aktionismus des Staatssekretärs Kirchner. Fragen Sie mal die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Mobilitätsbedürfnissen und versuchen Sie, diesen entgegenzukommen und sie nicht fremdzusteuern. Akzeptieren Sie einfach, dass Autos ein ganz wesentlicher Teil unseres Verkehrssystems sind. Lassen Sie ab von diesem undifferenzierten Feindbild Auto. Geben Sie neuen Ideen eine Chance und tragen Sie jetzt nicht die autofeindlichen Ideologien der 80er und 90er Jahre aus. Es macht keinen Sinn, die ideologische Debatte der autofreundlichen Stadt der 60er Jahre durch die total autofeindliche Debatte der 90er Jahre zu ersetzen. Wir reden über ganz andere Verkehrssysteme, wir reden über E-Bikes und Drohnen und autonomes Fahren. Es macht keinen Sinn, zurück in die Vergangenheit zu gehen mit reiner Autofeindlichkeit. Wir Freien Demokraten sind bereit zur Zusammenarbeit für eine konstruktive Verkehrspolitik, aber einem weiteren Autobashing und weiteren Schikanen gegen unsere autofahrenden Bürgerinnen und Bürger werden wir uns kräftig widersetzen, denn das ist im Interesse unserer Stadt, unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Wirtschaft und auch unserer Stadtgesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Kollege Gelbhaar das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Der Herr Förster von der FDP hat vor ein paar Wochen hier eine wunderschöne Büttenrede gehalten. Die war so schön, weil sie gereimt war. Herr Graf hat sich heute auch probiert an einer Büttenrede. Die war aber nur inhaltlich eine Büttenrede. Wir haben trotzdem herzlich gelacht. Weil, schauen wir uns doch mal an, was die CDU in den letzten 5 Jahren hier geleistet hat. Da haben wir zu einem die S-Bahn-Ausschreibung. Haben Sie kein Wort zu verloren, weil war ja nicht so doll. Haben Sie verschleppt? Gut.
abgehakt. Dann haben wir die Debatte um die A100 und die TVO. Da haben Sie jetzt gerade aufgemacht, dass wir binnen 100 Tagen die TVO verschleppt hätten oder verzögert hätten. Mit Verlaub, was haben Sie denn die letzten 5 Jahre bei der TVO gemacht, liebe CDU? Nichts ist da passiert. Wenn Sie das unbedingt wollen, dann weinen Sie doch nicht so rum. Sie haben das verschleppt, insbesondere Ihr Herr Greff. Aber gucken wir weiter. Da ist mir in Erinnerung ein Bild von einem Radweg, wo Herr Heilmann und Herr Wellmann so ein Bild in der Hand gehalten haben. Das ist mir von Ihrer Radverkehr, das haben Sie das mit den Fähnchen gemacht, ne? Was man aus der Werbung kennt, auch das keine echte Verkehrspolitik. Und Herr jetzt, Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Wenn wir noch 2 Minuten warten könnten, dann bin ich bei der CDU auch schon fast einmal durch. So, weil viel war ja nicht. Ne? Dann haben Sie rekurriert auf, dass Sie ganz viel zum Thema U-Bahn gemacht hätten und haben das hier dramatisch vorgetragen. Ich weiß noch, was Sie da gemacht haben. Einen 10-zeiligen Antrag am Ende der Legislatur, im Sommer 2016, das war Ihre U-Bahn-Politik von 5 Jahren. Damit hier vorne hinzutreten, finde ich persönlich peinlich. Aber gut. Aber gut, da können Sie immer sagen, hey, wir waren nicht zuständig, weil der Verkehrssenator war doch von der SPD. Da könnte man dann sagen, ja, vielleicht haben Sie da recht. Aber dann gucken wir doch mal, wo war denn die CDU zuständig? Hatten Sie zum Beispiel die Wirtschaftssenatoren? Ich erinnere mich, Sie hatten sogar 2. Und beide haben 5 Jahre lang zum Thema Wirtschaftsverkehr keinen Finger krumm gemacht. Nichts ist da entstanden. Im Koalitionsvertrag haben wir uns in 4 Wochen mehr Gedanken und mehr Konzepte ausgedacht, als Sie in 5 Jahren hier auch nur ansatzweise vorgelegt hätten. Und das ist wirklich peinlich. Aber das liegt ja alles in der Vergangenheit. Deswegen könnte man sagen, okay, die CDU ist in der Opposition, die haben jetzt den Gral der Weisen gefunden und sagt, jetzt legen wir los. Dann gucken wir noch mal ganz kurz eine Ebene höher, weil da haben Sie ja Verantwortung. Sie haben ja CDU, CSU, den Bundesverkehrsminister. Was macht der denn so? Ausländermaut, top. Dieselgate, hey, Sie haben hier getitelt, die Autofahrer wollen Sie nicht zu Verlierern machen. Mit dem Dieselgate hat Ihr Verkehrsminister im Bund die Autofahrer, die sich ein Dieselfahrzeug gekauft haben, zu Verlierern gemacht, weil er zulässt, dass sie betrogen werden und dass sie keinen Schadensersatzanspruch kriegen und VW und Co. damit einfach durchkommen. Ihre Verantwortung. Und da haben wir noch gar kein Wort darüber geredet, über die eigentlich Geschädigten, nämlich die Menschen, die den Kram einatmen müssen und dadurch krank werden. Und die werden wirklich ernsthaft krank. Und dann sind wir am nächsten Punkt, dann zumindest die blaue Plakette auf den Weg zu bringen. Auch das sagt der Bundesverkehrsminister nicht mit mir. Deswegen im Herbst abwählen, anders machen, das muss besser werden. Man könnte so sagen, war noch nie so leicht, Verkehrspolitik zu machen, weil diese Opposition so viele schöne Vorlagen liefert. Zum Beispiel jetzt gerade die FDP. Die hat gesagt, wir wären überrascht gewesen, dass diese Aktuelle Stunde angemeldet worden ist. Wir waren überrascht, dass die FDP keine Aktuelle Stunde zum Thema Tegel angemeldet hat. Das muss man ehrlich sagen. Aber wir waren auch nur auf den ersten Blick überrascht, weil natürlich trauen Sie sich nicht, hier im Parlament Ihren populistischen, postfaktischen Kram vorzustellen und zu vertreten. Und deswegen haben Sie es sein gelassen. Insofern nachvollziehbar. Und deswegen war unsere Überraschung natürlich bloß auf den ersten Blick. Ja, das ist erstaunlich, ne? Super. Glauben Sie mir, bei Ihnen geht das auch. Naja. Die FDP fühlt sich im Bus und Bahn unsicher, habe ich jetzt gelernt. Da sind sie doch gar nicht, sie stehen doch nur am Flughafen rum. So, und griesgrämig, mit Verlaub, ist bei uns gar keiner. Ich sehe viele lachende Gesichter. Ich habe ein griesgrämiges Gesicht gesehen, das war das Ihres Fraktionsvorsitzenden bei Ihrer Rede. Vielleicht sollten Sie die Verkehrspolitik innerhalb der FDP noch mal genau klären. So, noch nie so leicht war es bei dieser Opposition, Verkehrspolitik zu machen, aber es war auch noch nie so schwer, weil die Herausforderungen so groß sind. Wir haben ein Mobilitätskonzept, was, ich sag mal, 3 Leitlinien hat. Das ist Klimaschutz, das ist Teilhabe, das ist Sicherheit. Und auf allen 3 Gebieten gehen wir hier voran. Beim Thema Klimaschutz, ja, das Leitbild für Mobilität folgt ja irgendwelchen Prämissen, lieber Herr Czaja. So, und wenn wir zum Beispiel Klimaschutz ernst nehmen wollen, dann wissen wir, dass die Emissionen gestiegen sind, egal was da die AfD erzählt. Im letzten Jahr sind die Emissionen wieder gestiegen und deswegen sagen wir ganz klar, wir müssen in Rad, Bus und Bahn investieren, damit wir das unter Kontrolle kriegen. Wir brauchen den Klimaschutz. Wenn wir das Thema Sicherheit anpacken, wir wollen sichere Straßen und Wege.
insbesondere sichere Schulwege. Der Radverkehr ist da ein Moment, Kreuzungen und Ampeln sind ein anderes. Wenn Sie sich da verweigern, bitte sehr. Aber ich will, dass meine Kinder sicher zur Schule kommen. Wenn Sie das nicht wollen, dann sind wir ja eben nicht beieinander. Können wir so festhalten. Ich will, dass alle Menschen am Verkehr teilnehmen können und nicht nur die mit dem Führerschein. Und deswegen haben wir das Sozialticket oder gesagt, dass wir das senken werden. Und deswegen wird das im Juli um 7,50 Euro günstiger. Und das ist auch richtig so. Und last but not least werden wir uns auch um die Menschen kümmern, die es sowieso schwieriger haben, mit an der Mobilität teilzuhaben und werden zum Beispiel das Projekt Inklusionstaxi hier aufsetzen und vorantreiben. So, jetzt haben Sie ja gesagt, wir sind hier alle ganz doll autofeindlich. Dann vielleicht noch zwei, drei Worte zum Autoverkehr. Auch dort haben wir ja etwas vorgefunden, nämlich marode Straßen und Brücken. Und deswegen sagen wir, auch als Grüne, da gehen wir ran, da machen wir besseres Erhaltungsmanagement, Sanierungsmanagement, damit die Straßen und Brücken eben genutzt werden können. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vereinbart, die Tangentialverbindung Ost soll kommen. Und deswegen werden wir die auch als Grüne vorantreiben und dann eben bauen. Wir werden natürlich trotzdem Rad, Bus und Bahn stärken, weil, und das vielleicht auch an Sie als Autofahrer noch mal gezielt, wenn wir das schaffen, da mehr Menschen in diese Verkehrsmittel zu locken, dann gibt es insgesamt mehr Platz für alle anderen, insbesondere eben für die Handwerkerinnen und Handwerker. Und deswegen ist das der richtige Weg. Wir schreiben das Mobilitätsgesetz, wir schreiben als allererstes dazu das Radgesetz. Das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Wir wollen die Verkehrswende und wir machen die Verkehrswende. Vielen Dank. So, für den Senat hat jetzt Frau Senatorin Günther das Wort. Bitte schön. So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Seit meinem Amtsantritt habe ich im Umwelt- und Verkehrsausschuss vielfach auch hier im Plenum gute und konstruktive Debatten erlebt. Debatten, bei denen es allen Beteiligten spürbar darum ging, gemeinsam beste Lösungen zu finden und darum zu ringen. Das gilt ausdrücklich auch für die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion. Leider lässt sich das aber für das Motto, unter das Sie die Aktuelle Stunde hier gestellt haben, nicht sagen. Worum es wirklich geht hier oder gehen sollte, ist doch eine ernsthafte Debatte um ernsthafte Lösungen für alle Berlinerinnen und Berliner. Lebenswerte Städte. Für alle können wir nämlich nur bewahren mit moderner Mobilität mit intelligenten Verkehrskonzepten. Metropolen wie Paris, London, Kopenhagen oder New York machen es doch längst vor. Übrigens unter Beteiligung ihrer konservativen Kolleginnen und Kollegen. Für die sind intelligente, zukunftsweisende Verkehrskonzepte nämlich schon länger Ausweis von Modernität. Über Konzepte wie Citytax, Parkraumbewirtschaftung, Fahrradstraßen oder Tempobeschränkungen können wir uns gerne in allen Facetten austauschen. Ich warne aber davor, in alte Beißreflexe zu verfallen. Es geht nämlich genau nicht darum, einzelne Gruppen in unserer Stadt gegeneinander auszuspielen. Sie haben es jetzt gemacht, Autofahrer gegen Fußgänger und Radfahrer oder Außenbezirke gegen Innenbezirke. Das ist und bleibt falsch. Und das machen wir als Senat nicht mit. Wir wollen eine Verkehrspolitik, die allen dient. Egal, ob Sie sich auf zwei Rädern durch die Stadt bewegen oder auf vier, im Auto, zu Fuß, mit dem Roller, der Bahn oder mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Egal, ob in der Innenstadt oder in den Außenbezirken. Wir machen Politik für die gesamte Stadtgesellschaft. Dafür stehe ich, dafür steht dieser Senat, dafür steht diese Koalition. Worum es mir geht, ist die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Und ich will, dass wir die Verkehrsprobleme lösen, die für alle in unserer Stadt täglich erfahrbar sind.
Denn so wie es bisher ist, kann es doch nicht weitergehen, vor allem in einer wachsenden Stadt. Ich gebe Ihnen einige Schlaglichter. 17 Fahrradfahrer sind letztes Jahr im Straßenverkehr umgekommen. Das sind 40% mehr als im Vorjahr. Radfahrer sind überdurchschnittlich oft von schweren Verkehrsunfällen betroffen. Mehr als 20.000 Menschen sind dem gesundheitsschädlichen Reizgas NO2 ausgesetzt. Die Straßen und Brücken, das wurde erwähnt, sind in einem teilweise erbarmungswürdigen Zustand. Und auch dieses Faktum möchte ich, dass Sie zur Kenntnis nehmen. Der durchschnittliche Autofahrer steht in Berlin pro Jahr 107 Stunden im Stau. 107 Stunden. Das sind 5 ganze Tage. Das sind 15 Arbeitstage. Und genau das müssen wir ändern. Berlin soll sicherer, mobiler, gesünder und klimafreundlicher werden. Aber wer sich gegen jede Veränderung stellt, gegen jede Innovation, der zementiert genau diesen Status quo. Verbesserung gibt es nicht ohne Veränderung. Und dieser Senat hat auch den Mut, Veränderungen in Angriff zu nehmen. Was tun wir also? Wir setzen erstmal den übergreifenden Rahmen. Das wurde heute schon angesprochen. Wir machen ein Mobilitätsgesetz und die planerische Grundlage wird der Stadtentwicklungsplan Verkehr. Sie sind da auch beteiligt. Wir kümmern uns, und das ist wichtig, intensiv um die Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur. Wir setzen ein neues Erhaltungsmanagementsystem auf, dass marode Brücken und Straßen schneller und effektiver saniert werden können. Und wir bauen sehr schnell die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aus. Das ist eine sehr gute Nachricht für Autofahrer. Natürlich investieren wir massiv in den ÖPNV, denn wir wollen, dass mehr Menschen sich für Bus und Bahn entscheiden. Wir wollen sie nicht zwingen, logischerweise. Und wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir 14 neue Stammstrecken im Blick haben. Das werden wir umsetzen. Davon profitieren alle, auch die Autofahrer. Es wurde jetzt schon heute vielfach angesprochen, wir schaffen sichere Radwege und eine moderne Fahrradinfrastruktur. Wie sehr die Berlinerinnen und Berliner ein Umsteuern in der Radverkehrspolitik wollen, haben sie mit ihrer Unterschrift unter den Volksentscheid Fahrrad deutlich gemacht. Sie wollen sicher Radfahren, auch für ihre Kinder. Und deshalb entwickeln wir dieses Radgesetz, mit dem wir die Grundlage schaffen für diese Radinfrastruktur. Heute früh konnten wir den ersten gemeinsamen Erfolg vorstellen. Ich möchte hier im Haus allen Beteiligten danken, die daran mitgewirkt haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der Ihnen scheinbar auch am Herzen liegt. Wir wollen eine gesündere Luft. Wenn man unbedingt über Verlierer sprechen will im Verkehr, dann ist doch eines unverkennbar. Die wahren Verlierer im Berliner Verkehr sind momentan jene Menschen, die Tag für Tag unter einer massiven Belastung der Stickoxide leiden. 20.000 bis 25.000 Anwohnerinnen. Im Jahr 2012 waren es nach Angaben der Europäischen Umweltagentur 10.400 Todesfälle in Deutschland, die auf Stickoxide zurückzuführen sind. Verantwortlich, ob es ihnen passt oder nicht, sind zu 50% alte, schmutzige Dieselfahrzeuge. Und es sind gerade jene Menschen, die darunter am meisten leiden, die eben nicht zu den Privilegierten in unserer Gesellschaft gehören. Und genau das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Und wir dürfen es auch gar nicht hinnehmen. Denn Berlin muss sich derzeit wegen Überschreitung der Grenzwerte sowohl vor dem Verwaltungsgericht als auch der EU-Kommission im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens verantworten. Wir müssen schnell handeln, sonst wird sich das Problem massiv verschärfen. Eine Maßnahme ist die Nachrüstung von Bussen, das machen wir. Aber das hatten alle
Studien auch gezeigt, eine Maßnahme ist auch Tempo 30 an Brennpunkten, um den Verkehr zu verstetigen. Aber um effektiver handeln zu können, brauchen wir die blaue Plakette. Der Berliner Senat wird sich dafür stark machen. Wenn man nun sagt, wie Sie, wir sind gegen Tempo 30 an belasteten Straßen und auch gegen die blaue Plakette und eigentlich auch gegen alles, was sonst im Instrumentenkasten ist, dann stellt sich natürlich die Frage, will man die Gesundheitsschädigung der Bevölkerung einfach hinnehmen? Sollen die Berlinerinnen und Berliner noch länger im Stau stehen? Wir finden, das ist keine verantwortungsvolle Politik. So, und Sie haben heute den Staatssekretär Kirchner mehrfach erwähnt. Lassen Sie mich deshalb noch drei Sätze zur Parkraumbewirtschaftung sagen, was Ihnen scheinbar doch stark unter den Nägeln brennt. In den Richtlinien der Regierungspolitik heißt es, nach Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten soll die Parkraumbewirtschaftung bis 2021 schrittweise innerhalb des S-Bahn-Rings flächendeckend ausgeweitet werden. Das nehmen wir natürlich sehr ernst. Und in diesem Zusammenhang hat mein Staatssekretär auf drei richtige Dinge hingewiesen. Nummer eins, dass gute Parkraumbewirtschaftung ein wichtiger Beitrag gegen den Verkehrsinfarkt in den Metropolen sein kann. Sonst wäre es in anderen Städten natürlich nicht schon längst üblich und gang und gäbe. Nummer zwei, dass der jährliche Obolus von 10,20 Euro für die Berlinerinnen im Vergleich und im deutschen und im europäischen Vergleich doch sehr gering ist. Und drittens, dass wir uns von der Senatsverwaltung augenblicklich mit dieser Thematik in keiner Weise beschäftigen. Deshalb kann ich nur empfehlen, hören Sie auf, sich an Phantomdebatten zu beteiligen, sondern beteiligen Sie sich an der Lösung der realen Probleme. Wenn Sie an einer intelligenten und zukunftssicheren Verkehrspolitik mitarbeiten wollen, einer Politik, die alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nimmt und von der am Ende gerade die Autofahrer profitieren werden, meine Damen und Herren von der Opposition, sind Sie sehr herzlich eingeladen. Mit dem Status quo jedenfalls finden wir uns nicht ab. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Senatorin. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigungen gefunden. Und wir kommen nun zu den Abstimmungen. Zu dem Antrag auf Drucksache 18/141 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen die Opposition die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, FDP, AfD und der fraktionslose Kollegen. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Antrag abgelehnt. Zu den Anträgen der Fraktion der FDP auf Drucksache 18/236 und 18/250 wird Überweisung an den Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz empfohlen. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 2 und rufe die Fragestunde auf. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein. Ansonsten werden wir die Fragen zurückweisen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in einer Runde nach der Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich nun ein Mitglied der SPD auf und bitte an das Redepult zu treten. Die Nachfragen werden von den Sitzplätzen ausgestellt. Frau Dr. Kitschun, bitte schön, stellen Sie Ihre Frage. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Welche Informationen hat der Senat zum aktuellen Fall eines Berliner Schülers, der nach antisemitischen Beleidigungen und einem Angriff durch Mitschüler seine Schule verlassen hat? Und wie bewertet der Senat diesen Vorfall? Frau Senatorin Scheres, bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Kitschun, an der Friedenau-Gemeinschaftsschule ist ein Achtklässler jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt, aber auch körperlich attackiert worden. Nachdem wir dieses erfahren haben, sind wir sofort mit unserer Antidiskriminierungsbeauftragten vor Ort in der Schule gewesen, aber auch die Schulaufsicht und die Schulpsychologie, die SIBUZE, die wir ja dort auch vor Ort installiert haben im Bezirk, sind dort tätig. Sehr viele Gespräche haben mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern stattgefunden. Und ein Ergebnis ist es, dass neben den Gesprächen und der Reflexion jetzt demnächst eine Schulversammlung zu diesem Thema stattfinden wird. Die Schule hat sich aber auch entschieden, nach den Osterferien Projekttage durchzuführen zum Thema Antisemitismus, aber auch dem Nahostkonflikt. Und auch die Schulpsychologie hat den Lehrkräften entsprechende Coaching-Angebote vorgestellt beziehungsweise ist auch bereit, um Einzelgespräche zu führen. Grundsätzlich möchte ich zu diesem Thema sagen, dass wir in keinster Weise Diskriminierung an irgendeiner Schule akzeptieren. Und das ist auch das Leitbild der einzelnen Schulen, dieses nicht vor Ort zu akzeptieren. Alle Schulen sind der Auffassung, das spiegelt sich auch im Rahmenlehrplan und den Schulkonzepten wider, dass es uns wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler friedvoll zusammenleben, aber dass es eben auch darum geht, zur Demokratie zu erziehen. Das sind die Leitlinien aller Schulen in Berlin und wir kehren kein Fall unter den Teppich. Das darf nicht passieren. Man muss sich individuell immer mit den Fällen auseinandersetzen, die Diskriminierung vor Ort eben, wenn diese stattfindet. Aber ich möchte auch ansprechen, dass diese Diskriminierungsfälle, die in den Schulen stattfinden, eben auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind, dass diese Dinge auch in unserer Gesellschaft stattfinden und diese Probleme auch in die Schule hineingetragen werden. Ich möchte auch an dieser Stelle ganz klar sagen, dass ich es nicht akzeptiere, dass diese Schule stigmatisiert wird. Das findet nämlich gerade statt in feinster Form. Es geht hier um Fälle, die an dieser Schule stattgefunden haben. Das ist nicht zu akzeptieren. Es kann aber nicht sein, dass jeder einzelne Schüler und jede Lehrkraft stigmatisiert wird, so wie es im Moment in der Öffentlichkeit zum Teil stattfindet. Weil wenn man sich mal anschaut, was die Schule auch in den letzten Jahren gemacht hat, die Schule hat sich auf den Weg der Gemeinschaftsschule gemacht. Es ist umstrukturiert worden. Die Schule hat sich das Zeichen der Schule ohne Rassismus gegeben. Das bedeutet ja, also wenn man dieses tut, dass man sich kontinuierlich auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber es heißt nicht, dass man vor diesen Themen letztendlich gefeit wird. Und was ich auch nicht akzeptiere, was nämlich gerade zurzeit stattfindet, und das meinte ich eben, auch das Spiegelbild der Gesellschaft, dass Medien vor der Schule stehen und Schülerinnen und Schüler bedrängen, dass Hassmails an die Schulen, an diese Schule von Erwachsenen geschickt werden oder dass Amokdrohungen ausgesprochen werden. Ich finde, sowas können wir Gesellschaft nicht akzeptieren. Das ist ebenfalls inakzeptabel. Und da wehren wir uns gegen. Also die Schule setzt sich intensiv mit den Themen auseinander. Die Schule hat auch Kontakt aufgenommen zum Zentralrat der Juden. Die Schule steht im Kontakt mit den Eltern und die Schulklasse hat auch an den Brief an den ehemaligen Schüler geschrieben. Also die Situation wird sehr ernst genommen und wir unterstützen die Schule da, wo wir nur können. Vielen Dank. Frau Dr. Kitschun, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Mich würde noch interessieren, welche Angebote es insgesamt in Berlin im Bereich gibt für betroffene Schüler und für Schulen, die präventiv arbeiten wollen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Frau Senatorin. Ja, sehr geehrte Frau Kitschun, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Es werden viele Projekte in diesem Zusammenhang gefördert. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja zum Beispiel die Landeskommission gegen Gewalt. Über diesen Bereich werden Projekte gefördert, aber auch mein Haus fördert bestimmte Projekte. Auch diese Kampagnen, es gibt Bundeskampagnen, Landeskampagnen, Schule ohne Gewalt, ohne Rassismus. Also das sind Themen, die in den Schulen stattfinden, aber auch die Mittel, die wir
den Schulen zur Verfügung stellen, Fleximittel oder das Bonusschulprogramm. Das sind alles eben auch individuelle Gelder, die den Schulen zur Verfügung stehen, wenn bestimmte Themen auftreten, dass man individuell eben auch reagieren kann. Aber ich möchte auch noch mal den Rahmenlehrplan ansprechen. Also wir sehen das Thema der Diskriminierung nicht nur als ein Thema eines Faches, sondern es ist ein durchgängiges Prinzip, dass man sich kontinuierlich auch mit den Themen im Unterricht auseinandersetzen soll. Also spezifische Themen sind im Rahmenlehrplan erhalten, aber es ist die Aufgabe jeder Lehrkraft, wenn solche Tendenzen an einer Schule zu beobachten sind, dagegen zu wirken, Projekte zu initiieren. Und ich möchte an der Stelle auch ganz deutlich sagen, an Geld darf es an dieser Stelle nicht scheitern. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an Frau Kollegin Kittler von der Fraktion Die Linke. Ja, also ich möchte mich dem anschließen und warne wirklich vor der Verurteilung der Schülerinnen und Schüler und des Kollegiums an der Schule dringend. Ich möchte gern wissen, ob die Senatsverwaltung bzw. die Antidiskriminierungsbeauftragte den Kontakt selber auch zu der Familie des betroffenen Schülers aufgenommen hat. Und da bestand ja auch das sehr schöne Angebot der Großeltern von dem Schüler, auch in die Schule zu gehen, auch den Kindern zu berichten. Ne? Also das wäre mir ein Anliegen, ob das passiert ist. Bitte schön, Frau Senatorin. Ja, sehr geehrte Frau Kittler, unsere Antidiskriminierungsbeauftragte ist sofort in die Schule gegangen und ist eigentlich fast täglich im Moment auch vor Ort, führt viele Gespräche mit den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, ist im engen Kontakt eben auch mit der Schulleitung. So einerseits sich die Situation anzuschauen, aber gemeinsam mit dem Kollegium auch zu erarbeiten, was kann man denn in den nächsten Schritten machen. Ich habe ja einige Dinge hatte ich ja angesprochen. Für mich ist es insgesamt sehr wichtig, was das ganze Thema Gedenkstättenarbeit angeht oder auch die Arbeit mit Zeitzeugen. Das findet in vielen Schulen statt. Und auch das Angebot der Familie, die Großeltern sozusagen in die Schule mit einzubeziehen, dass sie mal aus ihren Erfahrungen berichten. Und die Großeltern waren auch in der Klasse und haben gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Antisemitismus diskutiert, Diskriminierung und auch über ihre persönlichen Erfahrungen im Krieg und in anderen Situationen berichtet. Und die Idee des Schulleiters war es eben, diesen Ansatz auch ins Gesamtschulkonzept zu integrieren. Und damit setzt sich das Kollegium auch auseinander. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-Fraktion. Herr Dr. Juhnke, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, wenn es denn stimmt, dass die Staatsoper unter den Linden tatsächlich am 3. Oktober mit einem wie auch immer gearteten Festakt eröffnen wird, aber der reguläre Spielbetrieb erst zu einem Zeitpunkt X beginnen kann, weil am 4. Oktober wieder die Handwerker und die Bauarbeiter dort einziehen, dann frage ich den Senat, wie man auf die Idee gekommen sein muss, dass diese Lösung für Berlin die beste sei, die ich als peinliche Potjomkin-Lösung bezeichnen möchte und die eher für ein Staatsverständnis steht, das auf Ernsthaftigkeit wenig Wert legt, denn auf Bella Figura. Frau Senatorin Lomscher. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Juhnke. In diesen Tagen finden die letzten sehr konstruktiven Detailabstimmungen zwischen allen Beteiligten statt, um eine schrittweise Wiedereröffnung ab Herbst 2017 zu ermöglichen. Da diese noch nicht abgeschlossen sind, kann ich da über das Ergebnis auch nicht informieren, werde das aber tun, sobald sie abgeschlossen sind. Herr Dr. Juhnke, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Dann stelle ich eine Nachfrage, weil es ja nun offensichtlich einen Widerspruch gibt. Also es wurde ja gesagt vom Sprecher der Kulturverwaltung, dass am 3. Oktober sehr wahrscheinlich eröffnet wird, aber der weitere Spielbetrieb noch unklar ist. Jetzt stellen Sie das wieder in die Tradition der Bauverwaltung, die ja sich grundsätzlich hier nicht bisher konkret geäußert hat.
Was ist nun richtig und wann können wir mit einem ernsthaften Plan rechnen, wann die Eröffnung stattfindet und wann der Spielbetrieb losgeht? Frau Senatorin. Herr Juncker, ich bin untröstlich, aber ich werde mich wiederholen müssen. Diese Detailabstimmungen liegen in den letzten Zügen. Es ist eine schrittweise Wiedereröffnung ab Herbst 2017 vorgesehen. Und sobald die Abstimmung abgeschlossen ist, wird darüber informiert. So, wünschen Sie eine zweite Nachfrage zu stellen, Herr Kollege? Jetzt muss ich Ihnen leider mitteilen, dass jetzt zu spät ist, sondern der Herr Berg hatte sich zwischendurch schneller gemeldet. Herr Dr. Berg, bitteschön. Herzlichen Dank, Frau Senatorin. Sie haben jetzt mehrfach das Wort Teileröffnung erwähnt. Welche Konzepte für Teileröffnungen bestehen dann? Geht es darum, dass der Fanshop eröffnet wird, dass die Toiletten eröffnet werden, möglichst gendergerecht, oder welche Teile der Staatsoper sollen eröffnet werden? Dankeschön. Frau Senatorin Lomscham. Also ich meine mich nicht zu erinnern, dass ich das Wort teilweise Eröffnung gesagt habe, stufenweise Wiedereröffnung. Das habe ich gesagt. Wenn ich was anderes gesagt haben sollte, dann habe ich stufenweise Wiederinbetriebnahme gemeint. So, jetzt kommen wir zur Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Schubert hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, wie der aktuelle Stand der Verhandlungen mit dem Land Brandenburg ist über die Aussetzung des Vertrages bezüglich der Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Wünsdorf. Frau Senatorin Breitenbach, bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schubert. Die Verhandlungen mit dem Land Brandenburg wurden erfolgreich beendet mit folgendem Ergebnis. Wir werden den Vertrag für die Unterbringung von Geflüchteten aus Berlin in Wünsdorf aussetzen ab dem 1. Mai. Das heißt, wir werden auch ab dem 1. Mai nicht mehr das Geld bezahlen müssen, was vorher monatlich erbracht wurde. Das waren 330.000. Aussetzen heißt, der Vertrag ist nicht gekündigt, sondern wir können, sofern es notwendig ist und wir das möchten, auch innerhalb von 6 Wochen diesen Vertrag wieder aktivieren und dann Geflüchtete in Wünsdorf unterbringen. Diese Möglichkeit haben wir auch. Ich will an dieser Stelle auch mich noch mal ganz herzlich beim Land Brandenburg bedanken, die damals dem Land Berlin hilfreich zur Seite gestanden haben und diese Möglichkeit eröffnet haben. Aber wir hatten nun mal keine geflüchteten Menschen, die wir in Wünsdorf unterbringen können. Von daher, denke ich, haben wir jetzt eine sehr gute Lösung gefunden. Vielen Dank. Keine Nachfragen. Dann kommen wir zu den Grünen. Herr Kollege Rowatsch, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie bewertet der Senat vor dem Hintergrund des gestern erschienenen Konjunkturberichts die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin? Frau Senatorin Popp, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Urbatsch, Berlins Wirtschaft, und das kann man wieder nur als sehr gute Nachricht hier auch mit Zahlen belegen, Berlins Wirtschaft entwickelt sich zum wiederholten Mal überdurchschnittlich positiv. Im Jahr 2016 mit einem Wachstum von plus 2,7%. Bundesdurchschnittlich waren das 1,9% Wachstum. Und für 2017 erwarten wir ein Wachstum von 2,2% im Plus. Im Bundesdurchschnitt nur 1,4% im Plus. Wenn man sich anschaut, woher dieses überdurchschnittliche Wachstum kommt, stellen wir fest, dass es vor allem die sogenannten Wachstumsbranchen unserer Stadt auch sind. Neben dem Thema Bau und Dienstleistungen, dort besonders der Tourismus, sehen wir, dass das, was an unternehmensnahen Dienstleistungen und das, was eben im Bereich Information, Kommunikation, Digitales stattfindet, die Wachstumstreiber hier in der Stadt auch sind. Also auch das, was wir in den Clustern hier identifiziert haben. Und wir werden, und natürlich der ungebrochene Gründungsboom, der sich vor allem auch in diesen Bereichen
abspielt. Wir werden das weiter unterstützen, natürlich mit unseren Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen wollen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung mit dem Ausbau der Infrastruktur, Breitbandausbau und 5G-Ausbau, aber eben auch mit der verstärkten Kooperation von etablierten Unternehmen und kleinen Startups aus dem Bereich Digitalwirtschaft, um da eben diese Wachstumsmotoren weiter auch nach vorne zu bringen. Wir wollen aber diese positive Entwicklung verstetigen, und das ist uns wichtig, damit eben aus der wirtschaftlichen Dynamik auch soziale Gerechtigkeit hier in der Stadt entstehen kann. Wenn man sich die Zahlen auch da anschaut, stellen wir fest, dass wir im Vergleich zu 2012 fast 180.000 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hier in der Stadt haben, dass der Anstieg der Reallöhne zum dritten Jahr in Folge in Berlin auch überdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt stattgefunden hat. Das meldet heute das Statistische Landesamt. Und insofern wollen wir diese positive wirtschaftliche Dynamik durch Maßnahmen, die ich gerade angesprochen habe, in den Clustern, in der Energietechnik, mit Energiedienstleistungen im Bereich der Digitalisierung weiter unterstützen, damit das eben auch in der Stadt ankommt, damit das diese gute wirtschaftliche Entwicklung auch in der Stadt zu mehr Gerechtigkeit, die Zahlen habe ich gerade gesagt, auch führen kann. Vielen Dank, Herr Kollege. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön, dann bekommen Sie das Wort. Welche Bedeutung haben die Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Europäischen Sozialfonds in diesem Zusammenhang? Frau Senatorin. Ja, wir sehen auch bei den europäischen Fördermitteln, ähnlich wie bei den GRW-Mitteln, das sind die Mittel zur Wirtschaftsförderung, Gemeinschaftsaufgabe, regionale Wirtschaftsstruktur ausgesprochen, heißen sie. Bei den GRW-Mitteln haben wir ähnlich im Vergleich zu 2012 und 2013, wo jährlich 25 bis 30 Millionen Euro immer liegen geblieben sind, sehen wir jetzt, dass auch da die sowohl die wirtschaftliche Dynamik wie auch eben die gute Arbeit der Wirtschaftsförderer ankommt. 2017 gehen wir davon aus, dass wir 100% und zwar über Plan und darüber hinaus Mittel aus anderen Bundesländern werden abfordern müssen für die GRW, wie wir das 2016 auch schon bereits getan haben. Wir sind mit den Bezirken in einem guten Dialog, dass die Bezirke auch stärker auf diese Wirtschaftsfördermittel zurückgreifen können, mit denen man sowohl gewerbliche Wirtschaft wie auch Infrastrukturmaßnahmen finanzieren kann. Wir tun etliches zusammen mit Berlin Partner und der IBB, um diese Mittel auch weiter publik zu machen bei den Unternehmen mit Wirtschaftsfördertagen und ähnlichen Maßnahmen. Und eine ähnlich positive Bilanz sehen wir bei den EU-Mitteln. Die Förderperiode 2007-2013 ist soeben positiv abgerechnet worden. Und wer sich noch daran erinnert, dass das immer auch Zeiten gab, in denen Berlin es nicht schaffte, die EU-Mittel auszuschöpfen, können wir jetzt tatsächlich auch hier 100%igen Vollzug auch melden. Wir haben von 2007 bis 2013 insgesamt 1,2 Milliarden Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, aus dem EFRE und dem Europäischen Sozialfonds ESF für Berlin genutzt. Inklusive der Kofinanzierungen aus dem Land Berlin sind mehr als 3 Milliarden Euro in die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung hier im Land Berlin auch geflossen. Hier sieht man auch ganz konkret an diesen Summen, was natürlich die Europäische Union, die europäische Solidarität auch für Berlin ausmacht, dass hier eben mit europäischen Mitteln Beschäftigung und Wachstum, Innovation hier im Land Berlin gefördert worden sind und dass die Europäische Union deswegen für Berlin ein wichtiger politischer Konstante ist, die wir auch für die Zukunft auch so halten wollen. Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, stellen wir fest, dass wir mit dem EFRE über 2 Milliarden Euro in Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Infrastruktur gefördert haben, kleine und mittlere Unternehmen gefördert haben. Und auch da, wenn man sich die Zahlen anschaut, beim Thema Innovation und Nachhaltigkeit, wir haben immerhin dauerhaft geringere CO2-Emissionen von fast 20.000 Tonnen jährlich erreichen können mit der EFRE-Förderung. Und auch da sehen wir, dass die Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation hier auch in den Bereichen Früchte trägt. Bei dem Europäischen Sozialfonds haben wir mit über 700 Millionen Euro 320.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefördert, davon 52% Frauen beim Thema Beschäftigung und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Und auch hier sieht man, dass gerade die Europäische Union mit uns gemeinsam hier Vorreiter ist für eine Gleichstellungspolitik, die sich eben auch auf dem Arbeitsmarkt auch wieder sieht. Und da ist Berlin Spitze und soll es auch weiterhin bleiben. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Herrn Kollegen Woldert von der AfD. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, trifft es zu,
dass Justizsenator Behrendt AfD-Bundestagskandidaten im Wahlkampf überwachen lassen möchte, wie wir vergangene Woche den Medien entnehmen konnten. Ich nehme an, Herr Senator Behrendt antwortet. Ja? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter, wenn es nötig ist, durchaus. Wir überwachen keine AfD-Kandidaten, wir überwachen auch keine anderen Kandidaten. Allerdings, wenn Kolleginnen, die im Lande Berlin Beamte sind oder Richterinnen und Richter sind, und kandidieren für gesetzgebende Körperschaften, dann haben sie sich an Recht und Gesetz zu halten. Und das Recht steckt einen Rahmen für politische Tätigkeit, für Kandidaturen, für Äußerungen aller politischen Couleur ab. Und das heißt Mäßigung und Zurückhaltung und jederzeit Gewähr dafür bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Und das ist meine Aufgabe als Justizsenator für meinen Bereich. Es gibt in meinem Bereich zwei Kandidierende der AfD für den Deutschen Bundestag. Es ist eine Richterin und das ist ein Oberstaatsanwalt. Den haben Sie offenbar in Bezug genommen, der auf Platz 2 der Brandenburger Landesliste kandidiert. Und wir werden das, habe ich gesagt, die Medienberichterstattung über Wahlkampfreden, über Wahlkampfauftritte auszuwerten haben, ob die Kandidatinnen sich hier an den rechtlichen Rahmen halten. Ich würde mir einen Wahlkampf wünschen, das sage ich auch ganz offen, wo wir da nicht von den Mitteln des Dienstrechts Gebrauch machen müssen, wo darauf verzichtet wird, die Grenzen, die dort abgesteckt sind, zu überschreiten und wo wir sachlich, hart in der Sache über die besten Konzepte für unsere Republik streiten und dabei aber davon absehen. Und leider sind Äußerungen im öffentlichen Diskurs aus Ihrer Partei in anderen Bundesländern. Aus anderen Bundesländern lassen da nicht das Beste vermuten. Dort wird der Bereich der Sachlichkeit eindeutig verlassen. Dort wird der Bereich des Faktischen eindeutig verlassen. Und dort wird Hetze betrieben. Und da kann ich Ihnen sagen, das werden wir nicht so geschehen lassen, wenn Kandidierende, die im öffentlichen Dienst des Landes Berlin arbeiten, sich daran beteiligen sollten. Dann werden wir das Dienstrecht auch einsetzen, denn wir sind eine wehrhafte Demokratie. Ich danke Ihnen. Für die erste Nachfrage, Herr Kollege Woldeit. Ja, Herr Justizsenator Behrendt, sehen Sie es mir nach, aber wenn Sie persönliche Bewertungen und Beobachtungen und Ähnliches in diesem Kontext so argumentieren, hat das schon was von Stasi-Methoden, das sage ich mal ganz, ganz deutlich. Und Herr Kollege, erstens mal ist das keine Frage und zweitens jetzt überschreiten Sie Ihre Grenzen. Also stellen Sie bitte Ihre sachliche Nachfrage. Zu meiner Nachfrage. Da habe ich dem Geschäftsführer schon zugesagt, dass ich das Protokoll auswerten lasse, weil es hier keine Eindeutigkeit des Zurufers gab. Zu meiner Nachfrage, soll diese... Ja, das haben Sie mir gesagt und ich habe hier keine Bestätigung zu dem Namen bekommen und ich habe Ihnen gesagt, wir werden das Protokoll auswerten. Also hören Sie ja auf mit sowas hier. Aber vielleicht kann ich, wie gesagt... Ja, wer gehen will, kann auch gehen. Das geht hier ganz schnell, meine Herren, das geht hier ganz schnell. Und Herr Woldeit, Sie stellen jetzt Ihre Nachfrage. Sehr gerne, Herr Präsident. Vielen Dank. Haben Sie denn auch vor, Kandidaten anderer Parteien in dieser Art und Weise, wie Sie es gerade beschrieben haben, im Wahlkampf beobachten zu lassen? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werter Fragesteller. Der rechtliche Rahmen, den ich skizziert habe, gilt selbstverständlich für Kandidierende aus allen Parteien. Das ist so. Und das werden wir auch im Blick behalten. Allerdings habe ich bei Kandidierenden anderer Parteien keinen Anlass anzunehmen, dass sie diese Grenze überschreiten. Bei Kandidierenden aus Ihrer Partei ist aufgrund von Äußerungen, die im öffentlichen Diskurs hier getroffen wurden, durchaus Anlass geboten, da mal näher hinzugucken. So, für die zweite Nachfrage hat der Kollege Luthe das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herr Justizsenator, die Formulierung, die Sie gerade verwendet haben, legt den Gedanken nahe, dass Sie
einzelne Personen für die Aussagen anderer Personen in eine Mithaftung nehmen wollen. Halten Sie das für ein angemessenes Demokratie- und Rechtsverständnis? Herr Senator. Also ich habe ein bisschen Mühe, jetzt eine konkrete Frage zu erkennen. Wenn Sie Zweifel an meinem Demokratie- und Rechtsverständnis haben, können wir vielleicht im Ausschuss darüber noch mal reden. Aber es ist üblicherweise so. Es ist üblicherweise so, dass Kandidierende einer Partei sich unter einem programmatischen Dach versammeln und in eine ähnliche Richtung gehen. Und von daher ist es durchaus angemessen, Äußerungen von Herrn Höcke, von Herrn Poggenburg und von anderen zum Anlass zu nehmen, auch bei anderen Kandidierenden mal genauer hinzugucken. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass die Kandidierenden aus meinem Dienstbereich keinen Anlass geben, dienstrechtliche Schritte einleiten zu müssen, sondern dass sie sich an Recht und Gesetz halten, dass sie die Mäßigung und Zurückhaltung berücksichtigen. Das wäre, glaube ich, für den gesamten Wahlkampf besser. Ich danke Ihnen. So, bevor wir weitermachen, nochmal den Hinweis an alle. Da hier keine Eindeutigkeit war zu einem Zwischenruf, wem er zuzuordnen ist, habe ich gesagt, dass ich mir das Protokoll anschaue und gegebenenfalls dann auch einen entsprechenden Ordnungsruf noch nachträglich erteilen werde. Die Runde nach der Stärke der Fraktion ist jetzt. Wer war das? Gut, da werten wir auch mal das Protokoll auf. Das wäre dann allerdings ein grober Verstoß, will ich mal sagen. Ne? So, die Runde nach Stärke der Fraktion ist damit. Bitte? Entschuldigung. Ach, die zwei. Sorry. Sie haben eine zweite Nachfrage vom Platz aus. Ach so, Entschuldigung, ja. Sorry. Ich habe den Haken versehentlich gemacht, weil Sie die Nachfrage hatte. Kein Problem. Herr Lute, Sie haben das Wort für die FDP jetzt hier, natürlich die Gesetzesfrage zu stellen. Vielen Dank. Ich frage den Senat. Vorausgeschickt, am 15.06. ist die Observierung des Anis Amri eingestellt worden mit der Begründung, dass er sich nicht mehr im Umfeld radikaler Islamisten aufgehalten habe. Hat der Senat Kenntnis darüber, dass Anis Amri am 9.06.2016, also 6 Tage vor Einstellung der Observierung aus diesem Grund, gemeinsam mit den bekannten Salafisten Sufiane Amri und Maximilian Rauch im trauten Miteinander an der Fusilet-Moschee gefilmt wurde, wie er sich mehrere Minuten mit genau diesen bekannten Islamisten und Salafisten unterhalten hat? Und weshalb ist dann mit dieser Begründung 6 Tage später die Observation eingestellt worden, weil es diese Kontakte angeblich nicht gäbe? Für den Senat antwortet Herr Senator Geisel. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Herr Lute, die Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Attentäter Anis Amri sind ausführlich in verschiedenen Sitzungen des Innenausschusses erörtert worden. Sie kennen die Bewertungen, die damals vorgenommen wurden. Sind ausführlich diskutiert und in mehreren Sitzungen dargestellt worden. Die Bewertungen zur Gefährlichkeit von Anis Amri, die sich mit Wissen von heute selbstverständlich als fehlerhaft herausgestellt haben, sind damals gemeinsam getroffen worden. Die entsprechenden Protokolle im GTAZ, in dem also die Bundes- und Landesbehörden gemeinsam sitzen und den Fall mehrfach besprochen haben, liegen vor. Die Auswertung ist also entsprechend erfolgt. Ich hatte in diesen Erörterungen im Innenausschuss schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Beobachtungen über Gespräche von Amri mit anderen Islamisten durchaus vorlagen, dass aber die Observationsbehörden oder die observieren Kräfte nicht in den Kopf des Attentäters und der entsprechenden handelnden Personen schauen können. Und Sie erinnern sich sicherlich noch an die Sitzung des Innenausschusses vom Montag, als dort die Leiterin des polizeilichen Staatsschutzes geschildert hat, dass die Observation zwar feststellen kann, wer mit wem spricht, aber nicht worüber gesprochen wird. Und deshalb, sehr geehrter Herr Lute, solche Videoaufnahmen, die dort Gespräche zeigen oder zeigen, dass sich Anis Amri im Zusammenhang
mit der Fusilet-Moschee auf dieser Straße aufgehalten hat, sind Hinweise, die im vergangenen Jahr so gewertet worden sind, dass ein Islamist eine Moschee besucht oder ein Islamist mit anderen Islamisten spricht. Das ist noch kein Haftgrund und noch kein Grund gewesen, dort entsprechend einzuschreiten. Mit Sicht von heute stellt sich das selbstverständlich anders dar. Das haben wir auch mehrfach betont. Und die damalige Einschätzung ist außerordentlich zu bedauern. Ich sage nochmal, die war im Rückblick falsch. Aber uns liegen gegenwärtig keine Erkenntnisse vor, dass damals auf der Grundlage der damals vorliegenden Erkenntnisse andere Entscheidungen hätten rechtlich fundiert getroffen werden können. Ob das so ist und ob das abschließend so ist, vermag ich mit Wissensstand von heute auch noch nicht zu sagen. Aus genau diesem Grunde habe ich einen Sonderbeauftragten berufen, den ehemaligen Bundesanwalt Joost, um genau diese Fragen zu klären und die internen Untersuchungen, die wir in den vergangenen Monaten vorgenommen haben, noch mal extern zu evaluieren. Herr Joost hat volles Akteneinsichtsrecht, es arbeitet völlig weisungsfrei, kann nicht nur Akten einsehen, sondern auch handelnde Personen ohne Ansehen der Person bis in die politische Spitze hinein befragen. Und Herr Joost wird sich, glaube ich, am 15. Mai in der Innenausschusssitzung vorstellen und dann noch vor der Sommerpause einen entsprechenden Zwischenbericht vorlegen. Wir werden sehen, welche Erkenntnisse dann gewonnen werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die erste Nachfrage, Herr Kollege Luthe, bitte schön. Vielen Dank. Ich hatte gefragt, und so war ja auch die offizielle Begründung, die uns im Innenausschuss gegeben wurde, weshalb die Observierung eingestellt wurde mit der Begründung, dass Amri sich nicht mehr im Umfeld radikaler Islamisten aufgehalten habe und man deshalb davon ausging, dass er nicht dem Islamismus zuzurechnen sei. Ich habe gerade dargelegt, dass er 6 Tage vor der Einstellung der Observierung mit radikalen Islamisten gefilmt worden ist, also sich sehr wohl in deren Umfeld aufgehalten hat. Insofern frage ich noch einmal, warum ist uns im Innenausschuss diese Begründung genannt worden? Und warum ist die Tatsache, dass Amri 6 Tage vorher gefilmt wurde, nicht proaktiv im Innenausschuss mitgeteilt worden, sondern warum müssen wir sowas alles selber herausfinden? Herr Senator Geisel, bitte schön. Ja, Herr Abgeordneter Luth, das ist die Eigenschaft von solchen Untersuchungen, dass sie ein dynamischer Prozess sind und dass immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden. Das hatte ich auch schon mehrfach im Innenausschuss berichtet, dass die Sachstände, die wir jeweils den Ausschussmitgliedern, der Öffentlichkeit und den innenpolitischen Sprechern zur Kenntnis geben, immer die jeweiligen Sachstände der Untersuchungen darstellen. Und das ist dann der Transparenz immanent, dass neue Erkenntnisse gewonnen werden. Und insofern halte ich unser Vorgehen an dieser Stelle für vollkommen korrekt. Die Bewertung, wiederhole ich nochmal, ist damals genau so vorgenommen worden. Mir ist wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen und das auch nochmal zu betonen. Wir haben an keiner Stelle erklärt, dass Anis Amri damals für ungefährlich oder Ähnliches eingestuft wurde. Er ist nie als Gefährder ausgestuft worden. Die Frage, die damals zu beurteilen war, war, ist, obwohl er den Status als Gefährder hat, zu befürchten, dass ein unmittelbarer Anschlag bevorsteht, oder ist das nicht zu befürchten? Und die Einschätzung, die damals getroffen worden ist, kennen Sie. Die hat sich mit Wissen von heute als falsch herausgestellt. Ob bei der Untersuchung Fehler passiert sind, auch aus damaliger Sicht Fehler passiert sind, ob auch aus damaliger Sicht andere Entscheidungen hätten getroffen werden können oder müssen, ist Aufgabe des Sonderermittlers Bruno Joost herauszubekommen. Dann verweise ich auf die Ergebnisse dieser Untersuchung, denen ich auch mit Spannung entgegensehe, weil es nicht nur darum geht, aufzuarbeiten, ob Fehler passiert sind, sondern vor allem auch daraus zu lernen und solche, wenn es denn sie gegeben hat, Fehler für die Zukunft zu vermeiden. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Insofern ist die Runde nach Stärke der Fraktion damit beendet. Nun können die weiteren Meldungen im freien Zugriff getätigt und berücksichtigt werden. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie dann die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden hier nicht erfasst und bleiben unberücksichtigt. So, ich lese mal die ersten 10 vor und stoppe die Anmeldung, weil ich davon ausgehe, jeder hatte die Möglichkeit. Es wäre dann der Kollege Riss.
Westmann, Frau Burkhardt-Eulitz, Herr Frederici, Herr Buchholz, Frau Seibelt, Herr Freimark, Herr Schulze-Berndt, Herr Ubelode, Frau Demir-Bügen-Wegner und Herr Schatz. Es gibt noch weitere, aber ich glaube, mal bis dahin reicht es erstmal so. Und jetzt kommen wir wieder zur Saalübersicht. Und Herr Kollege Rissmann, Sie haben als erstes das Wort. Danke, Herr Präsident. Ich frage den Senat. Ach so, nach vorne kommen. Nach vorne? Die erste Frage. Die Nachfrage. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Teilt der Senator für Justiz die gerade hier getroffene Äußerung des Abgeordneten Lux, dass Bundestagskandidaten einer hier im Hause vertretenen Partei besser in Haft zu nehmen seien? Kleinen Moment mal. So. Jetzt ist es aus. Okay, nee, dann hat wir ein technisches Problem noch gehabt mit dem Mikrofon von Herrn Kollegen. So, die Fragestellung, Kollege Rissmann, bezieht sich, glaube ich, noch auf einen hier noch offenen Vorgang. Sie haben ein Namensspiel gebracht bezüglich einen Zwischenruf, der mir hier im Präsidium bisher noch nicht bestätigt ist. Und ich hatte vorhin angesagt gehabt, dass ich das Protokoll dazu auswerten will. Ich bin ja dankbar für den Hinweis. Ich sage es ja nur trotzdem. So. Ja, Sie fordern den Senat auf, jetzt zu einem GO-Vorgang des Parlaments vor. Gut, wir wissen zwar, also, wenn diese Äußerung gefallen ist, wie er das bewertet, das ist ja gut. Ich will ja nur nicht, weil ich den Zusammenhang zu einem bestimmten Namen bisher noch nicht bestätigt bekommen habe. So, wer würde im Senat dazu antworten? Bitte schön, Herr Kollege Lederer. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Rissmann, sollte diese Äußerung tatsächlich gefallen sollen, so bewerten wir die als geschmacklos und inakzeptabel. Aber da das bisher nicht bestätigt worden ist, sehen wir dazu keine weitere Veranlassung, uns zu äußern. So, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Nein. Weitere Nachfragen gibt es auch nicht. Dann kommt jetzt Frau Burkhardt-Eulitz zu Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, welche Maßnahmen der Berliner Senat ergreift, um die Begabung von Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt besser zu fördern. Frau Senatorin Scheres, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Burkhardt-Eulitz, der Senat legt ja einen Schwerpunkt, beziehungsweise die Koalition hat ja den Schwerpunkt auch der Inklusion gefasst im Koalitionsvertrag. Wir sind eben der Auffassung, dass alle Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert werden sollen. Und wir verstehen Inklusion darunter, dass eben alle Kinder einen Platz in der Berliner Schule haben, dass wir eben Kinder unterstützen, die einen besonderen Unterstützungsbedarf, zum Beispiel leistungsschwächere Schülerinnen. Aber wir wollen eben auch Kinder fördern und integrieren mit Behinderung, sehen aber genauso Kinder, die eine besondere Begabung haben. Und diese bedürfen auch einer besonderen Förderung. Unser Ansatz ist es im Bereich der Begabungsförderung, dass wir Begabungsförderung in allen Schulformen sehen. Hier möchten wir ein Konzept erarbeiten, werden eine Expertenrunde einberufen. Es geht darum, einerseits Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die dem Unterricht dienen. Aber was uns auch wichtig ist, dass wir außerschulische Partner mit einbeziehen. Also wenn wir über Begabungsförderung sprechen,
meinen wir jetzt nicht nur den Fächerkanon, sehen eben auch Themen im künstlerischen Bereich, musischen Bereich, sportlichen Bereich, dass eben diese Talente auch gefördert werden können und Kinder, die zum Beispiel 3-4 Mal die Woche den Musikunterricht besuchen, weil sie eine besondere Begabung, ein besonderes Talent haben, dass sie keine Nachteile im Unterricht letztendlich haben. Also die Verzahnung der unterschiedlichen Bereiche, um Talente zu fördern, das ist ein Weg. Es geht aber auch um die Qualifizierung der Lehrkräfte, nämlich das Entdecken von Talenten im Unterricht, wo wir auch ganz stark Kinder aus sozial benachteiligten Familien sehen, weil wir der Auffassung sind, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach nicht möglich ist, dass die Eltern nicht in der Lage sind, bestimmte Talente zu entdecken oder diese zu fördern, weil sie eben auch, weiß ich, 2-3 Jobs haben und ihre Kinder überhaupt nicht unterstützen können. Also das Entdecken von Talenten, auch gerade im Bereich der sozialen Brennpunkten über alle Schulformen hinweg. Also auch, da sehe ich auch die Förderzentren. Es kann gut sein, auch dass ein autistisches Kind eine besondere Begabung hat. Also hier, es geht darum, diese zu entdecken, aber auch Maßnahmen zu entwickeln, diese Dinge zu fördern. Vielen Dank, Frau Burkhardt-Eulitz. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, ob sich dieser Ansatz, den Sie gerade formuliert haben, inklusiv Kinder zu fördern und zu gucken, was noch neben schulischen Belangen in allen Kindern steckt, ob sich das auch in der Zusammensetzung der Expertinnenkommission widerspiegelt und was das Besondere vielleicht daran ist. Frau Senatorin, bitte. Ja, zum einen konnte ich Herrn Professor Trautmann aus Hamburg gewinnen, der dieses Expertengremium leitet, der spezialisiert ist auf das Thema Begabungsförderung und aber auch den inklusiven Gedanken letztendlich in den letzten Jahren auch wissenschaftlich untersucht hat, bestimmte Dinge entwickelt hat. Das ist das eine. Es sind vertreten Wissenschaft, alle Schulformen sind vertreten. Es sind aber auch außerschulische Partner vertreten, wie der Landessportbund oder auch andere Bereiche. Also wir haben eben versucht, eine sehr gute Mischung der Expertinnen und Experten zusammenzusetzen. Es sind aber auch vertreten SIBUZE, also die ja auch Beratung durchführen oder Diagnostik thematisch, gerade was Talente angeht. Aber es sind, also Schulpsychologie ist vertreten, aber auch die Schulaufsicht. Also alle Menschen, die mit diesen Themen im Rahmen von Schulen befasst sind. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat jetzt Frau Kittler das Wort. Bitte schön. Dankeschön. Ja, Frau Schieres, sehen Sie denn die Begabungsförderung auch im Zusammenhang mit der Verstärkung des gebundenen Ganztages? Frau Senatorin? Ja, das sehen wir auch im Rahmen der Qualitätsentwicklung der Ganztagsschule und wir sehen auch die inklusive Ganztagsschule. Also deswegen auch, dass wir mit außerschulischen Partnern auch zusammenarbeiten möchten. Das ist ja auch der Ansatz der Ganztagsschule, also einerseits Unterricht, aber auch außerschulische Angebote in die Schule hineinzunehmen. Und was uns auch wichtig ist, dass wir auch den frühkindlichen Bereich in die Expertenkommission mit einbeziehen, weil wir der Auffassung sind, dass es natürlich schon in der Kita anfangen sollte, individuell zu fördern. Das ist ja auch Ziel des Bildungsplanes in der Kita, aber eben auch Übergänge zu gestalten. Und wir sind der Auffassung, dass man hier eben auch schon bestimmte Fähigkeiten, Neigungen, Talente auch entdecken kann und dieses eben dann auch im Übergang in die Grundschule dann mit zu begleiten. Es geht auch um Netzwerkentwicklung. Was wir auch integrieren, ist die Bundesinitiative der Kultusministerkonferenz, wo ja Schwerpunktschulen identifiziert werden sollen, die Leitbilder der Begabungsförderung entwickeln. Aber unsere Initiative im Land Berlin geht weit darüber hinaus, weil wir eben alle Schulen sehen, aber auch den außerschulischen Bereich mit integrieren in dieses Konzept. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hierzu ist nicht möglich. Der nächste Fragesteller ist der Abgeordnete Herr Frederici. Bitte schön. Jetzt
Danke, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, warum hat der Senat in völlig intransparenter Weise entschieden, das Brandenburger Tor in Gedenken an die Moskauer Terroropfer nicht zu illuminieren? Denn was ist der Grund, weshalb der mindestens genauso beklagenswerten Terroropfer von Orlando, Brüssel und Paris gedacht worden ist und eben nicht den Menschen in Moskau dank des rot-rot-grünen Senats? Herr Senator Lederer antwortet, bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Abgeordneter Federici, typischerweise sind mittlerweile ja die Anschläge jeden Tag, wenn auch unter der Wahrnehmungsschwelle hier in Berlin, in verschiedenen Teilen der Welt zu beklagen mit massiven Opfern, also in Afghanistan, in Irak und ja eben auch in Europa. Und wir haben in der Vergangenheit, als diese Anschläge noch nicht täglich stattgefunden haben, jedenfalls nicht in dem Umfang wie augenblicklich, seinerzeit entschieden, dass wir das Brandenburger Tor in einzelnen Fällen anleuchten. Es waren damals Partnerstädte von Berlin, denen dort sozusagen, wo die Empathie und die Trauerbekundung gegenüber diesen Partnerstädten durch das Beleuchten des Brandenburger Tors in den Nationalfarben zum Ausdruck gebracht worden ist. Das entscheidet hier in Berlin die Senatskanzlei und Sie haben völlig recht, es gab zwei unterschiedliche Entscheidungen, an denen davon abgewichen worden ist. Das eine ist beim Anschlag in Nizza, als eine Berliner Schulklasse unter den Opfern war. Und der zweite Fall war Orlando unter Bezugnahme auf die starke Anteilnahme der Berliner queeren Community für die Opfer dort. Nun ist die Situation so, dass es eine sehr, sehr schwierige Abwägung ist, angesichts der Vielzahl der Anschläge und der Massivität des Terrors weltweit, wann das Brandenburger Tor angestrahlt wird und wann es nicht angestrahlt wird. Und insofern ist in der Vergangenheit in der Senatskanzlei festgelegt worden, dass Partnerstädte oder eine besondere Verbindung zwischen Berlin und den betroffenen Städten die Grundlage sein soll für eine solche Entscheidung. Jetzt ist die Situation hier im Fall von St. Petersburg eine besonders schwierige. Also man kann durchaus unter anderem mit Bezugnahme auf die Blockade der Stadt während des Zweiten Weltkriegs durch die Nazis, die mit einem massiven Leid und massiven Opfern verbunden war, eine solche besondere Verbindung herstellen. Aber die Abwägung ist schwierig. Es ist schwer zu sagen, ob es in einem solchen Fall eine Ausnahme gemacht werden soll oder ob sie nicht gemacht werden soll. Es ist ja bekannt, dass es dazu auch unterschiedliche Ansichten gab. Und auch die Debatte generell darüber unter uns geführt worden ist, ob das Anleuchten des Brandenburger Tors dauerhaft der Weg ist, um Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Die Sprecherin des Senats hat deutlich gemacht, dass es sehr, sehr unterschiedliche Wege geben kann, Empathie und Trauerbekundungen zum Ausdruck zu bringen. Letztlich ist von der Senatskanzlei so entschieden worden, wie sie es gesagt haben. Und sicherlich wird die Debatte auch in der Zukunft nicht aufhören, weil bedauerlicherweise solche Terroranschläge nicht allzu selten stattfinden. Der Berliner Senat hat entschieden, am Tag selbst zur russischen Botschaft zu gehen. Wir haben dort Rosen niedergelegt und haben auch ein Gespräch geführt mit dem Botschafter der Russischen Föderation hier in Berlin und deutlich gemacht, unsere Kondolenz zum Ausdruck gebracht und unsere Anteilnahme deutlich gemacht. Vielen Dank. Herr Federici, haben Sie eine Nachfrage? Ja, dann bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In meiner Frage meinte ich natürlich nicht Moskau, sondern St. Petersburg. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Wir haben es richtig verstanden. Ich frage Sie, Herr Senator, aufgrund Ihrer Ausführungen nach der öffentlichen Debatte, die in den letzten Tagen dazu stattfand, halten Sie nach wie vor diese Entscheidung des regierenden Bürgermeisters für richtig? Oder würden Sie nach ein paar Tagen jetzt zu der Auffassung kommen, dass es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, die Illumination des Brandenburger Tors für die Opfer von St. Petersburg doch vorzunehmen? Herr Senator, bitte schön. Ja, lieber Herr Federici, Sie haben mir ja eben zugehört und ich habe mich ja dazu geäußert. Und es ist ja auch bekannt, dass wir es durchaus in dieser schwierigen Situation diskutiert haben und es dazu unterschiedliche Auffassungen gab. Ich finde das in einer Demokratie auch nicht problematisch. Unterm Strich war mir wichtig, und das finde ich dann entscheidend, zum einen, dass wir kondoliert haben und dass wir unsere Anteilnahme gemeinsam zum Ausdruck gebracht haben. Ich glaube, ist das auch das entscheidende Signal. Zum Zweiten ist mir wichtig, dass jetzt keine politische Formation hier im Haus versucht, aus diesem Vorgang und auch aus der Schwierigkeit dieser Abwägung politisches Kapital zu schlagen. Das gilt für alle hier. Eine weitere Nachfrage sehe ich von Herrn Woldeit, auch wenn er nicht auf dem Platz von Herrn Woldeit sitzt. Genau, Herr Woldeit auf dem Platz von Herrn Hansel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Senator, Sie haben es gerade auch noch mal begründet im Rahmen der Städtepartnerschaften. Jetzt habe ich auf den Seiten des Bezirksamtes Mittes nachvollzogen, dass es in der Tat eine Städtepartnerschaft, zumindest mit Teilen von St. Petersburg, gibt. Wie bewerten Sie das denn mit im Hinblick auf Ihre Begründung? Herr Senator, bitte schön, Sie haben das Wort. Tja,
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es gibt viele bezirkliche Partnerschaften mit anderen Städten der Welt. Es gibt auch viele Partnerschaften mit kleineren Distrikten einzelner Städte. Wir haben erstens keinen genauen Überblick über die Gesamtzahl dieser Städte und zum Zweiten würden wir jetzt bezirkliche Partnerschaften da noch mit einbeziehen in diese Regelung. Dann sehen Sie, wie noch komplizierter es wird, am Ende eine vernünftige Wertung zu treffen, die nicht den Eindruck von Willkür und Opferhierarchie vermittelt. Und das macht ja auch das Problem aus bei einer solchen Entscheidung. In welchem Augenblick will man, wenn man eigentlich mit allen Opfern von Terror und Gewalt in dieser Welt Anteilnahme empfindet. In welchen Augenblicken will man dann eigentlich entscheiden, wir leuchten das Tor an oder wir leuchten das Tor nicht an? Das ist die Schwierigkeit dieser Abwägung. Und das ist der Hintergrund, wie viel? 32 Anschläge in dieser Woche schon, in diesem Jahr schon. Was wir ja auch vermeiden wollen, und das werden Sie sicherlich verstehen, ist auch eine Situation, in der wir das Brandenburger Tor im Grunde so häufig anleuchten, dass sich diese Form der Staatstrauer, wenn man es an dieser Stelle mal so formulieren will, dann auch irgendwann inflationiert und zum hohlen Ritual wird. Denn das wird ja den Opfern von Terror und Anschlägen in der Welt auch nicht gerecht. Das macht die Schwierigkeit dieser Abwägung aus, und ich stelle mich an dieser Stelle hier nicht besserwisserisch hin und sage, wir hätten es besser gewusst. Mir persönlich, das habe ich geäußert, wäre es nicht ganz unwichtig gewesen, an dieser Stelle deutlich zu machen, wir empfinden mit den Opfern in St. Petersburg, es ist anders entschieden worden, damit werden wir vernünftig umgehen. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sind jetzt nicht mehr möglich. Der nächste Fragesteller ist der Abgeordnete Herr Buchholz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Teilt der Senat meine Ansicht, dass sich das sogenannte Volksbühnenrad über zwei Jahrzehnte zu einem prägenden Logo der Berliner Volksbühne entwickelt hat, in der gesamten Öffentlichkeitsarbeit der Volksbühne wie auch des Landes Berlin verwendet wird und darum auch die Ratskulptur vor der Volksbühne nicht einfach mit dem Weggang eines Intendanten entfernt werden sollte? Herr Senator Lederer antwortet für den Senat. Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, sehr geehrter Herr Buchholz, ich bin vor allem der Ansicht, dass die Aufstellung des Rates vor der Volksbühne, die ja eine Intendantenentscheidung war seinerzeit, unter Nutzung eines Logos, das quasi zum Corporate Design der Volksbühne in der Ära Castorf geworden ist, dass die Intendanz jetzt auch entscheiden kann, ob sie das dort entfernen will. Das ist, glaube ich, genauso wie der Aufstellung der Skulptur seinerzeit jetzt eine Entscheidung der Intendanz, die, wie auch immer sie ausfällt, durch mich respektiert wird. Eine zweite Frage ist, angesichts der Tatsache, dass diese Skulptur mit Steuermitteln gebaut und auch finanziert worden ist, sie demzufolge auch dem Land Berlin gehört, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Rad nicht Beine bekommt. Das heißt, dass die Skulptur danach noch da ist und dass wir danach entscheiden können, was mit der Skulptur geschieht für den Fall, dass sie abgebaut wird. Wie gesagt, das entscheidet die Intendanz. Ich respektiere, das ist eine künstlerische Entscheidung, in die ich mich als Kultursenator noch nicht einmische. Die entscheidende Frage ist, was passiert danach, gegebenenfalls nach einem Abbau? Und da habe ich mit Paul Spieß, dem Direktor der Stiftung Stadtmuseum, gesprochen und vorgeschlagen, für den Fall, dass wir dieses Rad dann in die theaterhistorischen Sammlungen des Stadtmuseums geben. Ich denke, das wäre dann auch adäquat und angemessen. Aber wie gesagt, es ist prinzipiell eine Entscheidung der Intendanz. Vielen Dank, Herr Buchholz. Haben Sie eine Nachfrage? Dann bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Sie haben ja selbst das Stichwort Corporate Design benutzt. Das ist tatsächlich das Wahrzeichen der Berliner Volksbühne. Darum meine Frage, ist es nicht letztlich ein bisschen kleinkariert, auch von künstlerisch Tätigen, wenn Sie sagen, nur weil mir der neue Intendant nicht gefällt, muss das ganze Volksbühnenrad entsorgt werden? Herr Senator, bitte. Lieber Herr Abgeordneter Buchholz, das ist ja nur eine Suggestivfrage. Und der werde ich mich entziehen, indem ich sage, das kommentiere ich nicht weiter. Es ist ein Corporate Design, was sich mit einer konkreten Ära der Intendanz an der Volksbühne verbindet. Andere Theater haben das auch. Andere Theater, jede Intendanz schafft sich typischerweise das mit ihrer künstlerischen Epoche des Arbeitens verbundene Corporate Design und ist demzufolge meines Erachtens auch befugt, darüber zu entscheiden, wie dieses Corporate Design und in welchem Umfang es eingesetzt wird. Jetzt haben Sie recht, wenn aus einem solchen Corporate Design Symbol eine Skulptur geschaffen wird, dann wird die Sache ein wenig schwieriger, wenn sie dann vor der Volksbühne hingestellt wird. Aber sie bleibt erst einmal das Räuberrad, geschaffen von Bert Neumann, produziert von dem Künstler Hausmann, aufgestellt durch die Intendanz. Und wenn die Intendanz am Ende ihrer Spielzeit das jetzt so entscheidet, dann werde ich das respektieren. Es ist die umgekehrte Frage zu stellen, was würde denn jetzt für eine Debatte aufbrechen? Marx hat irgendwo mal angemerkt, dass Geschichte sich
meist erst als Tragödie und dann als Farce ereignet. Die Tragödie ist schon vorbei, die ist geführt worden um die Auseinandersetzung der Frage der Intendanznachfolge Castorf. Wir sind jetzt, glaube ich, im Moment der Farce angekommen, in dem ein, wie auch immer man entscheidet, eine Debatte nochmal aufgeführt wird, ein bisschen spiegelbildlich, die in dem Zusammenhang schon aufgeführt worden ist. Aber da halte ich mich raus. Was wäre umgekehrt passiert, wenn ich gesagt hätte, jetzt ordne ich an, dass Herr Castorf in den letzten Tagen seiner Intendanz das Rad abstehen zu lassen habe? Was wäre das für eine Debatte geworden? Und deswegen sage ich, ich lasse mich in dieser Auseinandersetzung nicht zur Partei machen, sondern tue das, was ein kluger Kultursenator in einer solchen Situation tut, nämlich die künstlerische Entscheidung denen zu überlassen, die sie zu treffen haben. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann hat jetzt Frau Abgeordnete Seibelt als nächste Fragestellerin das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, was waren die Beweggründe des Justizsenators, die extra für die JVA angeschafften Drogenspürhunde abzuschaffen? Und wie gedenkt er stattdessen sicherzustellen, dass keine illegalen Betäubungsmittel in den Justizvollzugsanstalten eingebracht werden, beziehungsweise welche dort aufgefunden werden können? Für den Senat antwortet der Herr Justizsenator. Sie sind zwar direkt angesprochen worden, aber die Frage ging ja an den Senat. Sie haben das Wort, Herr. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Seibelt, gestatten Sie mir zunächst eine ganz geringfügige Korrektur, obwohl es ja nicht Aufgabe des Senats ist, Abgeordnete zu korrigieren. Aber es gab im Vollzug bisher keine Drogenspürhunde. Bis zum heutigen Tag gab es sie nicht. Und von daher haben wir sie auch nicht abgeschafft, sondern wir haben das Projekt, was ist ein Projekt der alten Koalition gewesen ist, gestoppt. Und haben den Anstalten mitgeteilt, dass wir es nicht für nötig erachten, in den Anstalten eigene Drogenspürhunde anzuschaffen, sondern dass wir die geübte Praxis, die seit vielen Jahrzehnten im Lande Berlin geübte Praxis, Drogenkontrollen in den Berliner Anstalten mit den Drogenspürhunden des Landeskriminalamtes vorzunehmen, fortsetzen wollen. Und von daher beantwortet sich damit auch schon der zweite Frageteil, wie wir gedenken, gegen den Drogenschmuggel in den Berliner Anstalten vorzugehen. Wir werden weiterhin dort mit den Drogenspürhunden des Landeskriminalamtes Kontrollen vornehmen, selbstverständlich unangekündigt und in einem unregelmäßigen Rhythmus, damit man sich darauf nicht einstellen kann. Wir werden weiterhin Haftraumkontrollen vornehmen, wie es bisher auch geübte Praxis war. Sie wissen, dass Gefangene sehr findig sind im Auskundschaften von Verstecken. Allerdings sind unsere Bedienstete auch sehr findig im Finden dieser Verstecke. Und von daher werden wir auch weiterhin, Sie haben ja, ich glaube, in der vorvorletzten Sitzung hier auch über den Drogenfund, den größeren Drogenfund diskutiert, werden wir auch weiterhin Drogen auffinden in den Anstalten und werden hier entsprechend beschlagnahmen, um hier gegen den Drogenschmuggel und den Drogenkonsum vorzugehen. Was wir allerdings nicht versprechen können, weil das wäre unseriös, dass wir den Drogenschmuggel in den Anstalten vollständig unterbinden werden können. Sondern es gibt so viele Menschen, die in die Anstalten hineingehen. Das sind die Gefangenen, das sind die Besucher, das sind die Mitarbeiter, das sind Rechtsanwälte, die wir alle nicht körperlich kontrollieren können und wollen, weil das auch menschenrechtliche Grenzen gibt, wie intensiv sie einen Besucher kontrollieren wollen. Von daher wird man es nie vollständig ausschließen können, aber Sie können gewiss sein, dass wir den Drogen in den Anstalten den Kampf ansagen. Wir wollen dort keinen Drogenhandel, wir wollen dort keinen Drogenkonsum. Und von daher werden wir die Bemühungen, die es bisher gab, ohne Drogenspürhunde, wie gesagt, bisher gab, werden wir auch entsprechend fortsetzen. Frau Seibelt, Sie haben eine Nachfrage? Vielen Dank. Ich freue mich ja schon, dass es der Anspruch der Regierung ist, den Drogenkonsum auch in den JVA zu unterbinden. Und habe die Frage, welcher finanzielle Aufwand ist aktuell und zukünftig erforderlich, um sicherzustellen, dass Betäubungsmittel in den JVA aufgespürt wären und deren Einbringung verhindert wird? Herr Senator, bitte. Die Frau Kollegin Seibel, diese Frage lässt sich schlechterdings nicht wirklich präzise beantworten, weil wir beschäftigen ja eine größere Anzahl von Bediensteten, ungefähr 1400 im allgemeinen Vollzugsdienst, und die haben alle,
Alle diese 1400 haben auch die Aufgabe, gegen den Drogenschmuggel in den Anstalten vorzugehen. Anhaltspunkte, die sie dort bekommen, sei es von anderen Mitarbeitern, sei es von Gefangenen selber, sei es durch objektive Umstände, denen nachzugehen, den Drogenschmuggel zu unterbinden. Von daher könnte ich Ihnen jetzt sagen, alle 1400 Bediensteten und deren Gehalt setzen wir ein, um den Drogenschmuggel zu bekämpfen. Allerdings haben die Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes auch noch andere Aufgaben, wie Sie wissen, in den Anstalten. Und man kann das nicht minutiös aufgliedern, wie viel ihrer Arbeitszeit sie jetzt für die Aufgabe A, für die Aufgabe B und für die Aufgabe C investieren. Wir haben jedenfalls, ich habe das mit dem Innensenator so besprochen, falls Sie darauf abzielen, dass ja die Gelder für die Drogenhunde auch eingestellt waren in den Haushalt. Ich habe mit dem Innensenator das besprochen, dass wir uns das übers Jahr einmal angucken, wie das weiterhin läuft. Und sollte sich der Bedarf nach der Intensivierung der Kontrollen ergeben, also mehr Kontrollen mit den Drogenspürhunden erforderlich sein, dann werden wir uns dort in der zweiten Jahreshälfte nochmal zusammensetzen und darüber nachdenken, ob wir auch aus dem Justizetat intensiver noch die Hunde des LKA finanzieren. Also auch da schaffen wir Vorsorge. Aber wie gesagt, genau zu sagen auf Heller und Pfennig, auf Euro und Cent, wie viel Geld wir jetzt für Drogenprophylaxe in den Gefängnissen ausgeben, das wäre unseriös. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat der Abgeordnete Herr Rissmann. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Senator, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie mit dem Status quo des Einbringens und des Konsums von Betäubungsmitteln in den Haftanstalten Berlins sozusagen zufrieden sind? Oder warum gehen Sie keine neuen Wege in der Bekämpfung des Drogenhandels und des Drogenkonsums in den Haftanstalten? Welche sachlichen Gründe liegen vor, dass es besser ist, extern Hunde hinzuzuziehen, als eigene Hunde im Bestand im täglichen Dienstalltag nutzen zu können? Und welche Aufwendungen sind getroffen worden durch die Veränderung, nun keine Drogenspurhunde anschaffen zu wollen? Ganz viele Präsidenten hier im Raum, Mensch, die hier aufpassen. Ihr seid tolle Aufpasser, super aufgepasst, toll. Wir haben das gelernt. Herr Senator, Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf eine der vielen Fragen zu antworten. Nur der Kollege Rissmann gibt mir die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter auszuholen, was unsere Bemühungen in den Anstalten angeht, den Drogenkonsum der Gefangenen einzudämmen. Zunächst einmal, warum haben wir uns entschieden, die Drogenhunde nicht anzuschaffen? Das liegt unter anderem an einem doch recht hohen bürokratischen und auch tatsächlichen Aufwand, der einhergeht mit der Haltung dieser Hunde. Sie müssen dort einen konkreten Mitarbeiter, für jeden Hund einen Mitarbeiter abstellen. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig. Sie müssen ganz viele Vorschriften hier berücksichtigen. Das ist sehr, sehr aufwendig, bindet viele Kapazitäten in der Verwaltung, in den Anstalten, die wir eigentlich für andere Zwecke benötigen. Ich habe immer gesagt, uns sind Gefangene anvertraut, die wir unterzubringen haben und keine Hunde. Also wir wollen nicht Hunde in den Anstalten unterbringen, sondern Menschen. Und das, die bisher geübte Praxis mit den Hunden des Landeskriminalamtes, die ja haben, um auch für andere Zwecke Kontrollen an Flughäfen und anderes Drogenkontrollen zu machen, das ist ja eine gute geübte Praxis gewesen über Jahre und Jahrzehnte. Es gibt eigentlich keinen Grund, das aufzugeben. Ich habe jetzt aus den Anstalten gehört, der ein oder andere Bedienstete hat sich schon gefreut, dass er da ausgewählt wurde und dass er jetzt dort einen Hund an die Seite gestellt bekommt. Aber das kann, glaube ich, nicht das Kriterium für uns sein. Wir brauchen die Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes für Vollzugsaufgaben, für Resozialisierungsaufgaben, für Sicherheits- und Kontrollaufgaben und nicht so sehr dafür, um die Hunde zu kümmern. Wenn Sie meine Aussage so interpretiert haben sollten, dass wir mit dem Status quo zufrieden sind und nichts machen wollen gegen den Drogenkonsum in den Anstalten, dann haben Sie mich gründlich missverstanden. Ich bin überhaupt nicht damit zufrieden. Allerdings haben wir es mit einem Phänomen zu tun, was weltweit vorfindlich ist. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ganz andere Sicherheitsstandards, ganz andere Kontrollen haben, wie Sie wissen, als sie in unseren Anstalten üblich sind, gibt es Drogenprobleme, und zwar ganz massive Drogenprobleme. Von daher ist das kein Spezifikum der Berliner Vollzugslandschaft, dass wir es hier mit Drogenkonsum von Gefangenen zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz werden wir die Bemühungen, die wir seit vielen Jahren hier entfalten,
halten, um das einzudämmen, werden wir auch fortsetzen. Und wir werden uns auch genau angucken, wie man noch die Frequenz beispielsweise von Zellenkontrollen, auch die Effektivität von Zellenkontrollen verbessern kann. Wie man verbessern kann, die Kontrollen von in die Anstalten hineinfahrenden PKWs, sei es wegen Anlieferung für die Anstalt, seien es Handwerker und so weiter. Das ist eine ständige Aufgabe. Ich habe das ja vorhin angesprochen, dass diejenigen, die dort Drogen hineinschmuggeln, sehr findig sind und sich natürlich immer wieder neue Wege überlegen. Und da müssen wir auf Stand bleiben. Also wir werden nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, alles ist wunderbar, ganz im Gegenteil, sondern wir werden uns das genau angucken. Und wenn es Anhaltspunkte für neue Formen, neue Wege des Drogenschmuggels in die Anstalten geht, dann werden wir auch dagegen vorgehen. Wir haben ja lange diskutiert über die Überwürfe. Da werden Sie sich ja noch daran erinnern, dass dort in erheblichem Umfang Überwürfe stattgefunden haben, also Drogen in Tennisbälle, andere Pakete eingepackt wurden, über die Mauer geworfen wurden. Da wurden auch entsprechende Veränderungen vorgenommen, weil wenn die dort im Hof liegen, kommen die Gefangenen noch nicht dran. Da haben wir die Fenstergitter dann ausgetauscht. Das wurde kritisiert, die Maschen seien zu eng. Aber das unter anderem von mir, unter anderem aber auch vom jetzigen Kultursenator. Herr Rissmann, Sie erinnern sich genauso gut wie ich daran. Aber auch das hat er gezeigt, dass man auf diese Phänomene jeweils neu reagiert. Jetzt machen wir die Gitter wieder ab, machen neue Fenster, damit man da nicht mehr das sogenannte Angeln machen kann. Also wie gesagt, von daher eine wirkliche Herausforderung. Und da können wir ja vielleicht mal gemeinsam drüber nachdenken. So schön das ist, dass jetzt Amazon mit Drohnen Waren liefern möchte. Auch das ist ein Weg, womit man Gegenstände, die wir in den Anstalten nicht haben wollen, in die Anstalten einbringen kann. Also das ist eine wirkliche Herausforderung, wie wir darüber nachdenken, wie wir das eigentlich verhindern. Ob mit stärkerer Kontrolle beim Verkauf von Drohnen, ob wir über solche Regelungen wie einen Drohnenführerschein oder ein Drohnenflugverbot in der Innenstadt, sollten wir ernsthaft nachdenken, und zwar bevor dort Vorgänge zu beklagen sind, die wir alle nicht wollen. Denn mit einer Drohne kann man nicht nur Drogen in die Anstalten schmuggeln. Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Damit ist aber die Zeit für die Fragestunde für heute beendet. Und ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 3, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, das sind die Prioritäten, Ihre angemeldeten Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1, das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 23. Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18-0246, ein Jugendfördergesetz für Berlin. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD. Frau Abgeordnete Kühnemann, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Berlin wächst und Berlin wird jünger. Schon heute leben über 720.000 Kinder und Jugendliche in unserer Stadt. Bis 2030 werden weitere 50.000 junge Menschen dazukommen. Es braucht also eher ein Mehr an Strukturen als ein Weniger. Es ist aber nicht nur der Umstand, dass wir in einer wachsenden Stadt leben, der ein Jugendfördergesetz nötig macht. Diese Woche haben wir übrigens den 25. Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention gefeiert. Eine gute Woche, wie ich finde, um über Ansprüche von Kindern und Jugendlichen hier auch zu sprechen. Jeder junge Mensch hat nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz einen Anspruch auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Dazu gehören vor allem Angebote der offenen Jugendarbeit, aber auch der Jugendverbandsarbeit. Viele von uns haben ihre ersten politischen Erfahrungen in der Jugendverbandsarbeit gesammelt oder aber vielleicht auch in der Jugendfreizeitstätte. Die Jugendarbeit bietet jungen Menschen Freiräume außerhalb der Familie, ohne Aufsicht der Eltern, frei von formalen Bildungsanforderungen von Schule und Ausbildung. Kinder und Jugendliche brauchen diese Freiräume.
Die müssen in der Nähe sein, sie müssen sie selbstbestimmt nutzen können, sie müssen diese Räume selbst gestalten und eigenverantwortlich organisieren können. Nur dann kann sich ihre Persönlichkeit frei entfalten. Es geht darum, sich selbst zu erproben, demokratische Aushandlungsprozesse miteinander zu erleben und die Welt selbst zu gestalten. Die außerschulische kulturelle Bildung und die Jugendverbandsarbeit leisten dazu einen unverzichtbaren Beitrag zu Bildung, Integration und vor allem zu Demokratie. Hier gilt übrigens auch der Dank der SPD-Fraktion den vielen Ehrenamtlichen, die sich vor allem in der Jugendverbandsarbeit jeden Tag einsetzen. Hier wachsen Menschen heran, die sich einmischen, die unsere Demokratie so dringend braucht. Jetzt kann man fragen, warum braucht man jetzt ein Jugendfördergesetz? Passiert doch alles. Machen wir doch schon. Die Regelungen des Berliner Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes legen aber leider nur fest, dass 10% der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit eingesetzt werden sollen. So, die vielen Juristen hier unter uns wissen, kann, soll, muss. Diese gesetzliche Vorgabe konnte nicht verhindern, dass der Anteil in den bezirklichen Budgets für die Jugendarbeit in den vergangenen Jahren gesunken ist. Auch der Umfang der Aufgaben von Jugendarbeit wurde nicht weiter definiert. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass die zuständige Senatorin Scheres und ihre Senatsverwaltung einen Gutachten in Auftrag gegeben haben, das zu dem Ergebnis kommt, dass es einer neuen Fördersystematik bedarf, um die Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit auf Landes- wie auf Bezirksebene bedarfsgerecht zu finanzieren. Das Gutachten von Professor Wiesner und Professor Schlüter zeigt auf, wie die gesetzliche Verantwortung Berlins wahrgenommen und eine standardgerechte Finanzierung der Berliner Jugendarbeit in den Bezirken und auf Landesebene sichergestellt werden kann. Die im Gutachten vorgeschlagene Fixierung von Standards verhindert die weitere Abwärtsspirale bei der Finanzierung der Angebote durch die Bezirke. Gleichzeitig ermöglicht die im Gutachten vorgeschlagene Aufstellung von Jugendförderplänen auf Landes- sowie auf Bezirksebene eine transparente politische Schwerpunktsetzung. Es mag sein, dass jetzt Rufe aus den Bezirken kommen, dass es ein unzulässiger Eingriff in Bezirksangelegenheiten ist. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe selber 15 Jahre Kommunalpolitik betrieben und bin ein großer Fan der zweistufigen Berliner Verwaltung. Wo die Situation in den Bezirken aber immer prekärer wird und immer mehr Jugendeinrichtungen schließen, braucht es verbindliche Standards, die für alle gelten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass uns als SPD die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen liegt, sehen Sie nicht nur an unserer heute angemeldeten Priorität, sondern dass Rot-Rot-Grün handelt, gleich zu Beginn der Legislaturperiode das Jugendfördergesetz auf den Weg bringt. Unabhängig davon müssen wir aber auch bis zum Inkrafttreten des Gesetzes die Budgets für die Jugendarbeit mindestens auf dem finanziellen Niveau von 2017 halten. Hier darf es keine weitere Absenkung der Budgets in den Bezirken geben. Die neue gesetzliche Regelung der Berliner Jugendarbeit soll bis Ende 2018 in Kraft treten. Wichtig ist uns, den Entwurf mit den Bezirken, aber auch mit den vielen Akteurinnen und Akteuren der Jugendarbeit zu diskutieren. Der Zeitplan ist sehr ambitioniert. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jugendfördergesetz ist dringend notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Herr Simon das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der letzten Wahlperiode wurde der Antrag Kinder- und Jugendförderung gesetzlich regeln der Linksfraktion mehrfach in diesem Haus diskutiert. Er wurde mit den Stimmen der rot-schwarzen Koalition aus diversen Gründen abgelehnt, zuletzt vor 10 Monaten. Dann kamen die Koalitionsverhandlungen im zweiten Halbjahr und ich darf feststellen, die Linke hat sich durchgesetzt, nicht nur in diesem Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wo ist Ihre Überzeugungskraft, wo ist Ihre Durchsetzungsstärke geblieben? Nun also der Antrag der rot-rot-grünen Koalition. Damit werden Teile des Koalitionsvertrages übernommen. Der Senat hat auf die schriftliche
Anfrage der Kollegin Demirbücken-Wegner Ende Februar geantwortet, dass die Planung und Umsetzung für die Erstellung eines Entwurfs darauf ausgerichtet seien, dass die neue gesetzliche Regelung der Berliner Jugendarbeit Ende 2018 in Kraft treten solle. Meine Vorrednerin hat es ja auch ausgeführt. Das heißt doch, dass der Senat an dem Referentenentwurf arbeitet. Wozu dann dieser Antrag? Meinen Sie, der von Ihnen getragene Senat würde ohne einen solchen Antrag seine Arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen, einstellen? Das würde Zeugnis geben von wenig Vertrauen zu der von Ihnen getragenen Regierung. Schade. Und das schon am Anfang der Legislaturperiode. Auch die CDU-Fraktion will nicht, dass die Bezirke bei der Jugendarbeit weiter Jahr für Jahr weniger Mittel aufwenden. Und deshalb hat völlig zu Recht die rot-schwarze Koalition der letzten Wahlperiode dagegen gesteuert. Knapp 8 Millionen Euro mehr für die allgemeine bezirkliche Kinder- und Jugendförderung und 2 Millionen mehr für die Initiierung und Förderung bezirklicher außerschulischer Lernorte im aktuellen Haushalt, um nur zwei Beispiele zu nennen. Das räumen Sie selbst in der Begründung zu Ihrem Antrag ein, denn Sie schreiben, ich zitiere, im Ergebnis dieser engagierten Arbeit konnte der Prozess der sinkenden Zuweisung für die bezirkliche Kinder- und Jugendarbeit vorerst gestoppt werden. Zitat Ende. Lassen Sie uns also gemeinsam bei den anstehenden Haushaltsberatungen dafür einsetzen, die Voraussetzungen für eine auskömmliche Finanzierung der Jugendarbeit in den Bezirken zu schaffen. In Bezug auf den noch vorzulegenden Referentenentwurf und die gesetzlichen Beratungen möchte ich aber auch schon mal mitteilen und mit auf den Weg geben, dass es doch einen ganz großen Punkt gibt, weshalb wir da recht skeptisch sind. Ein Punkt, den auch meine Vorrednerin schon angesprochen hat, nämlich die Rolle der Bezirke im Rahmen der Berliner Verwaltung. Wir meinen nämlich, dass eine weitere gesetzliche Regelung durch ein Jugendfördergesetz geeignet wäre, die zu besorgende Einengung der Entscheidungsspielräume der Bezirke umzusetzen. Wir wollen Bezirke, die maßgebliche Entscheidungskompetenzen behalten. Wenn Entscheidungsbefugte nah bei den Bürgerinnen und Bürgern sind, nutzt das den Menschen und es wirkt Politikverdrossenheit entgegen. Mal sehen, ob die Ausschussberatung Ihres Antrages im Vorfeld der Beratung Ihres zu erwartenden Gesetzesentwurfs uns wirklich weiterbringt. Wir sind da skeptisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Fraktion Die Linke. Hat jetzt Frau Abgeordnete Frau Möller das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich habe heute bei diesem Thema in dieser Debatte das erste Mal richtig gute Laune, denn uns sind zwei Sachen gelungen. Wir haben im Koa-Vertrag zu dritt einhellig gewollt, dass wir dieses Jugendfördergesetz auf den Weg bringen, und wir haben dazu noch einen Antrag gemeinsam formuliert, weil wir nämlich wollen, dass dieses Signal in die Öffentlichkeit geht, und wir wollen von Anfang an einen breiten Beteiligungsprozess mit allen Akteuren aus den Bezirken, auch von Ihnen, Herr Simon, möchten wir initiieren. Und wir wünschen uns sehr, dass viele Menschen sich kritisch und engagiert an diesem Prozess beteiligen. Herzlich willkommen auch für Sie, Herr Simon, in diesem Prozess. Ja, wenn ich so zurückdenke, wie zäh und schrecklich und umständlich diese langjährigen Debatten um diesen Prozess, um die Finanzierung der Kinder- und Jugendfreizeit gewesen sind, wo wir uns zerlegt haben und es immer nur um Geld ging, anstatt über Inhalte und die zeitgemäße Weiterentwicklung dieser Angebote, freue ich mich ganz besonders, dass dieser Prozess, ein Jugendfördergesetz auf den Weg zu bringen, jetzt endlich losgeht. Und weil die Legislatur noch ganz frisch ist, zur Info, es geht um alle Betätigungsmöglichkeiten für junge Menschen, die außerhalb und unabhängig von Schule und Familie passieren. Das sind Kinderbauernhöfe, Jugendclubs, Probenräume, Kinderzentren, IT-Clubs, offene Komm- und Geh-Angebote und vieles mehr. Das sind Orte, wo soziale Kompetenz, individuelles Können, wo Demokratie gelernt wird und politische Willensbildung. Orte und Räume, wo qualifizierte Menschen nicht nur in Notlagen Beistand und Unterstützung und Inspiration geben. Oder wo auch komplette Selbstorganisation der jungen Menschen gelebt wird, wie zum Beispiel in den Jugendeinrichtungen Draxdor in Potze, in Tempelhof-Schöneberg, die aktuell von der Schließung bedroht sind, weil eine diffuse Immobilienheuschrecke anderes mit dem Gebäude vorhat und wofür eine Lösung gefunden werden muss. Auch das sind Probleme, die wir hier angehen im Land Berlin.
Der gerade veröffentlichte 15. Kinder- und Jugendbericht definiert unter dem Schlagwort Jugend ermöglichen die Jugendphase als eine Zeit, in der es um Verselbstständigung, Selbstpositionierung und Qualifizierung gleichermaßen geht und erfordert die Politik auf, die strukturellen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Jugend darf nicht länger ein individuelles Bewältigungsprojekt sein. Der Bericht konstatiert sehr deutlich, dass die Jugendphase derzeit sehr stark durch Qualifizierung, also durch die schulische Bildung, dominiert wird. Das Zusammendenken von Schule als Lebensort wurde noch nicht geschafft. Junge Menschen brauchen aber Freiräume neben der Schule, neben der Familie, als dritte Sozialisationsinstanz, wo sie auch mal herauskommen aus dem sozialen Kontext von schulischen und familiären Ansprüchen. Auf diese Angebote gibt es einen Rechtsanspruch, der durch das Gutachten, was Kollegin Kühnemann bereits erwähnt hat, im Auftrag der Senatsjugendverwaltung in der vergangenen Legislatur noch einmal geklärt wurde. Es geht hier nicht um Geschenke oder guten Willen, sondern um einen Rechtsanspruch, und das Land Berlin hat das Recht und die Pflicht, hier Standards zu definieren. Unser Koalitionsvertrag positioniert sich hier sehr klar in diesem Sinne. Auch weil die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in Berlin mehr als alles andere dem Verantwortungspingpong Bezirke-Senat, Bezirke untereinander, zwischen kommunalen und freien Trägern, zwischen den verschiedenen Jugendhilfebedarfen innerhalb einzelner Bezirksämter immer sehr unterworfen war. Der bisherige Gesetzesvorschlag, den Einsatz der 10% für Jugendhilfe für den Jugendfreizeitbericht, für den Jugendfreizeitbereich, hat eben nicht funktioniert. Warum nicht? Weil sie in der Umsetzung in bezirklicher Verantwortung ist, als freiwillige Leistung interpretiert wird und weil sie deshalb als erste den Sparzwängen der Bezirke zum Opfer fällt. Nur einmal zwei Zahlen. Wenn im Jahre 2008 noch 94 Millionen Euro im Einsatz waren, wurden in 2015 nur noch 79 Millionen ausgegeben. Und das, obwohl wir alle wissen, dass die Stadt gewachsen ist und weiter wächst und bereits bis 2030 20% mehr Menschen in der Altersgruppe von 6 bis 18 in Berlin leben werden. Und obwohl allen klar ist, dass auch die inhaltliche Arbeit im Digitalzeitalter in Zeiten stärkerer Zuwanderung und zunehmender sozialer Spaltung eigentlich weit differenzierter und umfangreicher werden muss. Es lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, ob und warum verschiedene Bezirke ihre Zuwächse nicht für die Jugendförderung eingesetzt haben, ob sie lieber Rücklagen gebildet haben, andere politische Prioritäten gesetzt haben oder ob es einfach nur Unfähigkeit war. Das Problem ist nur, das Streiten löst dieses Problem nicht, und deshalb wollen wir ein Berliner Jugendförderungsgesetz auf den Weg bringen, das einheitliche qualitative und quantitative Standards für die Ausstattung und auch für das Personal und damit auch die Ansprüche auf bedarfsgerechte Finanzierung über die Globalsummen der Bezirke festsetzen soll. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Herr Weiß das Wort. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also grundsätzlich stehen wir einem Berliner Jugendförderungsgesetz natürlich aufgeschlossen gegenüber. Interessant ist allerdings, dass die Notwendigkeit des Gesetzes damit begründet wird, dass das Budget für die Kinder- und Jugendarbeit seit Jahren schrumpfe. Bezug wird dabei auf die Jahre 2008 bis 2015 genommen. Frau Senatorin Scheres muss sich in diesem Zusammenhang die Frage gefallen lassen, warum eigentlich erst jetzt? Immerhin regiert die SPD hier schon weit länger als 2008 und das ununterbrochen. Der Bereich Jugend befand sich dabei stets in ihrer Verantwortung. Allein seit 2011 lag dieser durchgehend bei Frau Scheres. Dass Sie nun also der Ansicht sind, dass das Sozialgesetzbuch 8 seit langem falsch interpretiert und daher die Kinder- und Jugendarbeit finanziell vernachlässigt werde, mag zwar eine zutreffende Einschätzung der Lage sein, ist aber im Endeffekt nichts weiter als eine späte Einsicht eigener Fehler. Daraus nun den Schluss zu ziehen, dass ein neues Gesetz benötigt würde, statt dass man einfach die vorhandene Gesetzeslage richtig zu deuten beginnt, ist leider nur schwer nachzuvollziehen und wirft eher die Frage auf, was hier nun, gerechtfertigt durch nicht viel mehr als eigene Fehler, unter dem scheinbar unbedenklichen Label der Jugendförderung eigentlich auf den Weg gebracht werden soll. Damit ist nicht gemeint, dass die Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit nicht ausbaufähig wäre und die Anpassung der Finanzierung an die tatsächliche Menge von Kindern und Jugendlichen in den jeweiligen Bezirken ist sicherlich sinnvoll.
Allerdings muss Ihnen in diesem Zusammenhang ebenfalls vorgeworfen werden, dass Sie für die bestehenden finanziellen Engpässe selbst verantwortlich sind. Schließlich haben Sie den überdurchschnittlichen Anstieg der Menschen in dieser Stadt durch Ihre fatale Willkommenskultur selbst verursacht. Die Erfahrung lehrt außerdem, dass bei rot-rot-grünen Gesetzesentwürfen ein gesundes Maß an Misstrauen an den Tag zu legen nicht ganz verkehrt sein kann. Sofern dieses Gesetz also wirklich kommen sollte, möchte die AfD-Fraktion daher sichergestellt wissen, dass die Prioritäten der Finanzierung vernünftig und gerecht gesetzt werden. Sinnvolle Investitionsmöglichkeiten sind zum Beispiel in Form der Berliner Jugendfeuerwehr oder der Sportjugend Berlin reichlich vorhanden. Bei der Gelegenheit könnte zudem darüber reflektiert werden, nur so als Gedankenanstoß, ob es dem Anspruch der Demokratisierung entsprechen kann, im Rahmen des Landesjugendrings zum Beispiel eine Vereinigung wie die Junge Europäische Bewegung zu fördern. Diese Bewegung hat nämlich das erklärte Ziel, einen europäischen Einheitsstaat herbeizuführen, was dem Mehrheitswillen des deutschen Volkes und der europäischen Völker sicherlich zuwiderläuft. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Ausarbeitung und sind schlussendlich gespannt, was Sie uns für einen Gesetzesentwurf hier präsentieren werden. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abgeordnete Frau Tomiak das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen. Als jüngste Abgeordnete dieses Hauses freue ich mich sehr, meine erste Rede in diesem Haus zum Thema Jugendförderung halten zu können. Mir ist das Thema Jugendarbeit allerdings nicht vorrangig wichtig, weil ich selbst noch in die Zielgruppe zähle, sondern weil Jugendarbeit ein Thema ist, das alle Generationen angeht. Die Jugend ist eine Zeit der Orientierung. Man probiert Dinge aus, lernt sich selbst kennen, erfindet sich neu. Seinen Platz in der Welt zu finden, braucht Zeit und es braucht Kraft. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir hier die Unterstützung und Sicherheit geben, die dies ermöglicht. Wie wir heute mit der jungen Generation umgehen, welche Zukunftsperspektiven wir ihr geben, wird maßgeblich beeinflussen, wie diese die Welt zukünftig gestalten wird. Doch vom großen Ganzen wieder zurück nach Berlin. Worum geht es beim Jugendfördergesetz? Ganz grob gesagt, Jugendarbeit braucht verbindliche Standards und eine rechtliche Absicherung. Klingt erstmal nicht so spektakulär, ist aber trotzdem wichtig. Seit Jahren besteht die Forderung der Verbände nach verbindlichen Regelungen und einem Gesetz, das die Qualitätsstandards und die Finanzierung der Jugendarbeit absichert. Diese Forderungen können und wollen wir nun endlich umsetzen. Wir bringen mit diesem Antrag direkt am Anfang der Legislatur einen Meilenstein im Bereich der Jugendpolitik auf den Weg. Das Vorhaben ist nicht nur zeitlich ambitioniert, sondern auch inhaltlich ein ganzes Stück Arbeit. Denn die Themen, um die es hier geht, sind enorm wichtig. Jugendarbeit kann der Schlüssel sein, der jungen Menschen die Möglichkeit, den Raum und die Werkzeuge gibt, um kritische, selbstbewusste und eigenständige Menschen zu werden. Jugendarbeit kann Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Alternativen aufzeigen und Perspektiven schaffen. Jugendarbeit kann helfen, egal aus welchen Kontexten die Jugendlichen kommen und mit welchen Problemen sie konfrontiert sind. Alles Dinge, die nicht besonders strittig sind, aber wo ist dann das Problem? Das Problem ist, dass die Bedingungen für gute Jugendarbeit in Berlin zurzeit katastrophal sind. Es gibt zwar die berühmten 10% der Bezirkshaushalte, die für Jugendarbeit genutzt werden sollen, aber wir haben es vorhin schon gehört, die Realität sieht leider oft anders aus. Die Folge, es gibt keine Verbindlichkeit und keine Planungssicherheit für die Träger der Jugendhilfe und der Jugendarbeit. Doch genau diese Sicherheit ist in der Jugendarbeit existenziell notwendig. Nicht nur die Träger, vor allem die Jugendlichen selbst brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit. Es ist also von außerordentlicher Wichtigkeit, dass sich hier endlich etwas bewegt und wir die Jugendarbeit nachhaltig sichern und stärken. Wir wollen mit diesem Jugendfördergesetz qualitative und quantitative Standards in der Jugendarbeit festschreiben. Wir wollen einen verbindlichen Förderplan, der die Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit sichert. Wir wollen eine verbindliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen selbst. Wir wollen die Sicherstellung der Finanzierung und wir wollen rechtliche Rahmenbedingungen, die es den Verbänden ermöglicht, ihre Rechte im Zweifel auch einzuklagen. Damit das Jugendfördergesetz so gut wird, wie wir uns das wünschen, braucht es allerdings Zeit und vor allem die Einbeziehung der Verbände, der betreffenden Gremien und natürlich der Jugendlichen selbst. Um eine nachhaltige Partizipation zu ermöglichen und umfassend alle Akteure einbeziehen zu können, haben wir für den Erarbeitungsprozess jetzt ungefähr 1,5 Jahre veranschlagt. Bis das Gesetz tatsächlich kommt, ist die Fortschreibung der Mittel an die Bezirke auf Basis des aktuellen Kalenderjahres erstmal gesichert. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen verschiedenen Akteuren und dann darauf, in hoffentlich weniger als 2 Jahren mit dem Jugendfördergesetz ein stabiles Fundament für die Jugendarbeit geschaffen zu haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und für die Fraktion der FDP hat jetzt der Abgeordnete Herr Friesdorf das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann für die Jugendlichen in Berlin nur hoffen, dass es Ihnen mit der Jugendförderung ernst ist. Klar ist, dass es in der Vergangenheit mit sozialdemokratischer Jugendarbeit auch nicht geklappt hat, um an das vergangene Plenum anzuschließen. Jugend fördern können Sie anscheinend auch nicht. Aber wir schauen ja nach vorne und haben vor, die Regierungsarbeit so gut wie möglich konstruktiv zu begleiten. Auch wenn Frau Scheres das Angebot für die Bildung ausgeschlagen hat, wir werden es immer wieder wiederholen und auch in diesem Bereich der Jugend anbieten. Stichwort ist die Inkompetenz, Kompensationskompetenz der Freien Demokraten, die wir Ihnen gerne antragen. Auf einiges muss in der Ausgestaltung des Gesetzes geachtet werden, denn das wird leider aus dem Antrag nicht ganz klar. Wir empfehlen Ihnen daher, sich in die Details des 15. Kinder- und Jugendberichtes einzuarbeiten und diesen in die Erstellung des Gesetzes einzubeziehen. Wir finden die Empfehlung dieses Berichts durchaus beachtenswert, vor allem was die Warnungen vor dem Absacken hinsichtlich der Schulabschlüsse und der immer noch vorhandenen Chancenabhängigkeit durch soziale Herkunft betrifft. Es geht um Freiräume, Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung in einem Umfeld ohne gesellschaftliche Zwänge, mit seinen Fähigkeiten eine eigene Position zu entwickeln und selbstständig zu leben, ohne dabei verzweckt zu werden. Kurzum, es geht um den mündigen Bürger. Was steht dem entgegen? Die soziale Herkunft. Sie entscheidet noch immer über Lebenschancen. Dieses Problem dürfen wir nicht ignorieren, denn die Leidtragenden sind unsere Kinder und Jugendlichen. Wie von uns schon so oft im Parlament kritisiert, haben bislang alle ihre Bemühungen nur wenig gebracht. Sämtliche Studien über dieses Thema zeigen auf, sie haben hier auf ganzer Linie versagt. Es ist doch ein Stück aus dem Tollhaus, das 20 Jahre sozialdemokratisch geprägte Bildungs-, Jugend- und Familienpolitik in Berlin dazu führt, dass die soziale Herkunft von Kindern so maßgeblich für den weiteren Lebensweg ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kinderarmut ist ein präsentes Problem. Soziale Herkunft entscheidet über den Bildungserfolg und die Lebenschancen von Menschen in dieser unserer schönen Stadt. Jugendfreizeiteinrichtungen sind nicht ausreichend vorhanden. Jugendämter sind nicht ausreichend besetzt, um den Kontroll- und Unterstützungsauftrag wahrzunehmen. Die RSDs sind nicht ausreichend besetzt. Kindertagesstätten sind nicht ausreichend vorhanden. Wir finden nicht ausreichend Personal für Kitas und Schulen. Und dies ist das Ergebnis von 20 Jahren nicht ausreichender sozialdemokratischer Politik. Herr Friesdorf, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Kittler zu? Nein, danke. Schämen Sie sich denn da überhaupt nicht für? Haben Sie jemals das Gefühl, den Wählerauftrag erfüllt zu haben? Und wenn ja, wann und warum? Unser Auftrag ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre eigenen Lebensentwürfe zu gestalten. Das muss man aber wollen. Das beinhaltet auch, dass nicht jeder junge Mensch Abitur machen muss, um erfolgreich zu sein. Das gleiche Ergebnis im Bildungsabschluss wird noch immer nicht alle gleich machen. Und das ist auch gut so, denn Menschen sind verschieden. Individuen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Lebensentwürfe und Wünsche. Und da hat Gleichmacherei nichts zu suchen. Wir sollten für mehr Förderung von Talenten sorgen, schon von Kleinkindbeinen an. Dies wurde auch in der letzten Zeit in einem bemerkenswerten Artikel bestätigt, dass es nicht nur um die Qualität des Abiturs schlecht bestellt ist, sondern auch der frühkindlichen Bildung. Eine weitere zentrale Botschaft des vorliegenden Kinder- und Jugendberichts ist es, Jugendliche und junge Erwachsene werden dabei als Akteure begriffen, die sich in vielfältigen Formen selbst positionieren. Unser bildungspolitisches Ziel ist erreicht, wenn die jungen Erwachsenen zu mündigen Bürgern werden. Bislang hat es durch Ihre Bildungs- und Jugendpolitik ja wunderbar funktioniert, sich die eigene Klientel heranzuziehen, die Sie als politische Erziehungsberechtigte anleiten wollen und durch alle Lebenslagen lotsen möchten, sei es Fleischverzehr, Pappbechergebrauch, Heizpilznutzung oder Führerscheinentzug fürs Draußenrauchen. Aber nach 20 Jahren reicht es nun mal wirklich damit. Kommen Sie bitte zum Ende Ihrer Rede. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vertiefung zum vorliegenden Antrag erfolgt ja im Ausschuss. Wir werden die Inhalte und Ziele Ihrer Jugendfördermaßnahmen kritisch begleiten. Wir können uns einfach nicht leisten, weiter ideologisch rumzuexperimentieren und Generationen von Berlinerinnen und Berlinern diesem Rumgeeiere zu überlassen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch? Höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 33 Groß B. Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 18-0271. Angriff auf den deutschen Parlamentarismus. Spionagetätigkeit des türkischen Geheimdienstes gegen Abgeordnete verurteilen. Kenntnis der Berliner Behörden aufklären. Der Dringlichkeit hatten Sie bereits eingangs zugestimmt. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Hier hat der Abgeordnete Herr Graf das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eingangs noch mal Präsident Wieland danken für seine Worte zu dieser Angelegenheit, deren Opfer auch unsere Kollegin Demir Bücken-Wegner geworden ist. Und es war gut, dass wir gemeinsam solidarisch diesen Vorgang heute Morgen verurteilt haben, die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen. Denn es ist in der Tat auch ein Angriff auf den deutschen Parlamentarismus, auf uns alle. Und es ist auch gut, dass wir damit auch dem türkischen Machtapparat eine eindeutige Botschaft senden, nämlich dass sich die deutsche Demokratie nicht einschüchtern lässt. Da sich unsere Kollegin Emine Demir-Bücken-Wegner auf dieser Liste befindet, genauso wie die Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Frau Müntefering, haben wir das noch mal zum Anlass genommen, hier eine Dringlichkeit zu beantragen, weil wir uns diese Geschlossenheit, die es bei der Verurteilung heute Morgen gab, auch bei der Aufklärung, der ja auch im Laufe dieses Tages, des gestrigen Tages, immer wieder neu aufkommenden Fragestellungen wünschen. Und weil wir die Gelegenheit, und ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass im Innenausschuss in einer Angelegenheit, wo eine Kollegin von uns betroffen ist, die Koalitionsmehrheit diesen Tagesordnungspunkt zu einer Angelegenheit unter Verschiedenes erklärt, anstatt dort, Herr Kollege Zimmermann, die Aufklärung der Fragen zu klären. Lieber Kollege Albers, wissen Sie, ich schätze Sie, Ihre Zwischenrufe sind manchmal auch lustig, bei der Angelegenheit sind sie unverhältnismäßig und unangemessen. Ja. Es ist, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Zellig. Vielleicht können Sie auch mal die Redezeit stoppen. Mir läuft es hier davon, weil Ihr Kollege mich stört, ehrlich gesagt. Ja. Also, so ist es. So viel zur Geschlossenheit, Herr Kollege Lux, denn Ihre Presseerklärung in der Opposition, wenn das bei Herrn Henkel passiert wäre, könnte ich Ihnen heute vorlesen. Aber lassen Sie das. Mir geht es auch nicht um Parteipolitik, sondern es geht darum, die Fragen zu klären, die hier anstehen. Und sehr geehrter Herr Innensenator, trifft es zu, und das wissen wir ja seit gestern, weil das Bundesinnenministerium das dem Kollegen Wegner beantwortet hat, dass sowohl am 7. März als auch am 10. März sowohl die Verfassungsschutz als auch die Landespolizeibehörden über die Vorgänge informiert sind. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie auch klarstellen, weil das ist nicht die Angelegenheit Ihres Pressesprechers, mit lakonischen Bemerkungen zu bekommen, Sie seien jetzt in guter Gesellschaft mit Frau Merkel. Im Bund ist ja offenbar jedenfalls die Kollegin im Bundestag zeitgerecht informiert worden. Hier ist es so, Verfassungsschutzbehörde heißt Abteilung 2 Ihrer Verwaltung. Das Organisationsversagen liegt auch dort. Und es hat dazu geführt, dass meine Kollegin erst 22 Tage später durch die Öffentlichkeit informiert wurde. Und hierfür erwarten wir eine Aufklärung, meine Damen und Herren. Das Zweite, und dafür reicht ja die Redezeit nicht aus, deswegen haben wir auch eine ganze Reihe von Fragen, die wir gerne im Ausschuss geklärt hätten, die können Sie dem Antrag entnehmen. Aber es gibt noch zwei, drei Punkte, die ich anmerken möchte. Der erste Punkt ist, wir wollen zum Beispiel wissen, was an strafrechtlichen Verfolgungen vorgenommen wird gegen die Spione. Das Dritte ist, wir wollen wissen, ob der regierende Bürgermeister zum Beispiel auch in seiner Funktion als Chef des Senats gegenüber dem Auswärtigen Amt seinen Protest über die Aktivitäten zum Ausdruck gebracht hat, dass das auf diplomatischem Wege verurteilt wird. Ich finde es, der regierende Bürgermeister ist heute
entschuldigt, diese Abwesenheit ist entschuldigt. Seine Abwesenheit in dieser ganzen Angelegenheit ist nicht zu entschuldigen. Es wäre gut gewesen, auch er hätte als Regierungschef einige Worte zu dem Vorgang gesagt. Meine Damen und Herren. Und der weitere Punkt ist, wir fordern natürlich, Herr Innensenator, auch eine Darstellung gegenüber dem Parlament über den Art und Umfang der Spionagetätigkeiten, jedenfalls was darüber bekannt ist. Also, meine Damen und Herren, kurzum, ich appelliere an Sie, an die Fraktionen dieses Hauses, die Solidarität und Bereitschaft auch bei der Zusammenarbeit der Aufklärung dieser Fragen an den Tag zu legen. Es geht überhaupt nicht um parteipolitisches Geplänkel bei der Angelegenheit, sondern es ist ein Vorgang, wo eine Kollegin von uns in inakzeptabler Weise Opfer von Spionagetätigkeiten geworden ist. Es ist ein Beispiel dafür, wo es zu Versäumnissen im Sicherheitsapparat des Landes Berlins gekommen ist. Und die müssen wir aufklären. Und Herr Senator, Sie können ja gerne noch in der Debatte hier das Wort ergreifen. Das Recht haben Sie ja dazu. Antworten sind und bleiben Sie jedenfalls schuldig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abgeordnete Herr Zimmermann.